19 Uhr. Wir beginnen mit unserem offenen Dialog, kritisch und kontrovers, mit Jürgen Wertheimer, Sedan Atteh, und unser Gast heute ist Susanne Schröter und wir wollen sprechen zum Thema politischer Islam. Bevor ich mit unserem Thema und auch inhaltlich beginne, man hört mich gut, oder? Man hört, ist alles da, möchte ich mich bei Lea und Rebecca wirklich tausend Mal bedanken. Ohne diese beiden wunderbaren Frauen im Hintergrund, die man nämlich hier nicht sieht, wäre das alles technisch gar nicht möglich gewesen und machbar. Die beiden haben Großartiges geleistet in kürzester Zeit, Webinare und diese ganze Technik für uns eingerichtet. Das als Dank vorab, falls nachher nämlich nicht mehr alle dabei sind, wenn einige gehen. Und ich möchte mich auch bedanken bei allen Menschen, die uns gespendet haben, bisher schon. Wir sind fast jetzt 3 Jahre existent als Moschee, aber auch jetzt für die Webinare, nachdem wir letztes Mal auch richtigerweise, wie es halt auch ist, erklärt haben, dass wir das nur möglich machen konnten anhand der Spenden. Und so sieht das jetzt auch aus. Das, was wir hier für Sie, für euch veranstalten als Webinar, das ist nur möglich, weil Sie, weil ihr mit euren kleinsten oder auch größeren Spenden das möglich macht. Und auch dafür großen Dank. Ich möchte mich bedanken bei meinem Co-Moderator. Ich werde euch hier durch die Sendung leiten, aber ich habe hier einen Co-Moderator, den Jürgen. Mit dem Jürgen habe ich diese Idee auch entwickelt, dass wir so ein Webinar machen. Jürgen Wertheimer ist geboren in München, studierte Germanistik, Komparatistik, Anglistik und Kunstgeschichte in München, Siena und Rom. Seit 1991 ist er Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter gemeinsam mit Nikolaus Konrad Die Venus aus dem Eis, wie vor 40.000 Jahren unsere Kultur entstand. Seit 2017 leitet er das Projekt Cassandra, in dem die Literaturen krisengefährdeter Regionen auf die Darstellung möglicher Konfliktursachen analysiert werden. Aber was für mich ganz aktuell von seinen Büchern sehr attraktiv ist, ist nämlich dieses tolle Buch, was er jetzt ganz aktuell herausgegeben hat, Europa, eine Geschichte seiner Kulturen. Dieses Buch war auch der Grund, warum wir überhaupt so zusammenkamen und jetzt auch diese Webinare veranstalten. Danke, dass du dabei bist und dass du mit mir das hier alles machst. Und liebe Susanne, ich danke dir auch, dass du als unser zweiter Gast bereit warst, und zwar ziemlich schnell dabei zu sein und mit uns über den politischen Islam zu sprechen. Susanne Schröter wird genauso wie Jürgen Wertheimer vielen Menschen, die jetzt hier zuschauen und zuhören, bekannt sein. Susanne ist Professorin, Susanne Schröter, wir duzen uns hier. Susanne ist Professorin für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und leitet dort das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Sie war Principal Investigator am Excellence Cluster Herausbildung normativer Ordnungen, ist Vorstandsmitglied des Deutschen Orientinstituts, Senatsmitglied der Deutschen Nationalstiftung und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Sie forscht schwerpunktmäßig zu dem Thema Islamismus und Dschihadismus, progressiver und liberaler Islam, Frauenbewegungen in der islamischen Welt, Flüchtlinge und Integration sowie zu politischen, religiösen und ethnischen Konflikten. Und genau das sind die Gründe, die unter anderem auch in diesem Buch dargestellt sind, politischer Islam, Stresstest für Deutschland, warum Susanne für uns ein wunderbarer Gast und Dialogpartnerin ist, warum wir so gerne von Ihrer Expertise profitieren wollen und mit Ihrem Dialog treten wollen. Die Sendung oder das Webinar, was wir jetzt hier machen, soll so ablaufen, dass ich die Hauptmoderation übernehme, so wenig wie möglich, bis auf jetzt die Einleitung spreche und dann Susanne zu Wort kommt, uns viel erzählt über den politischen Islam, aber wir tatsächlich in Dialog treten. Und dafür ist dann mein lieber Freund Jürgen da, der uns das Thema, worüber wir heute reden, nochmal in einen europäischen Kontext gestellt und vor allem auch eben in die Geschichte der Kulturen Europas. Dann lange Rede, kurzer Sinn, sagt man normal, aber hier nicht, das ist viel, viel Sinn in dem, was ich denke, gerade gesagt habe, möchte ich mit einer provokativ, aber auch großen Frage beginnen. Uns wird ja oft vorgeworfen, wir sind nicht differenziert und wir definieren bestimmte Begriffe nicht. Liebe Susanne, definiere uns doch den Begriff politischer Islam. Es wird ja
viel Kritik geübt daran, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Wie würdest du ihn definieren? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich mit euch diskutieren kann. Das ist natürlich toll. Wir haben schon häufiger was zusammen gemacht und ich war ja auch bei der Eröffnung deiner Moschee und freue mich sehr, dass sie so wunderbar sich entwickelt hat. Und dass ihr eben auch zeigt, dass Islam vielfältig ist. So, das ist immer der Anfang, den ich immer mache, weil mir begegnen ganz oft Leute, die sagen, Frau Schröter, wieso unterscheiden Sie eigentlich politischer Islam vom Islam? Ist doch alles nur Islam. Und Islam, das sehen wir doch schon an bestimmten Versen im Koran oder Aussprüchen, die Mohammed zugeschrieben werden, ist eine problematische Religion. So, und dann muss ich erstmal erklären, dass der Islam eine unglaublich heterogene Weltreligion ist. Unglaublich heterogen, sowohl im Hinblick darauf, wo er sich lokalisiert hat. Ja? Also überall, wo der Islam angekommen ist, hat er sich ja vermischt mit den örtlichen Traditionen, Kulturen, auch Glaubensvorstellungen. Das heißt, wenn heute jemand sagt, es gibt keinen deutschen Islam oder keinen europäischen Islam, sondern es gibt nur einen globalen Islam, dann ist das natürlich Quatsch. Weil es gibt einen indonesischen Islam, nicht nur einen indonesischen, einen javanischen, einen westjavanischen, einen ostjavanischen, einen sumatranischen. Es gibt unheimlich unterschiedliche Formen von Islam alleine, schon deshalb, weil er an unterschiedlichen Ecken der Erde angekommen ist. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dann gibt es die großen theologischen Schulen, Strömungen, Interpretationsarten. Auch das ist ein weites Feld, das vor allem natürlich die Theologie betrifft. Wie geht man eigentlich mit religiösen Texten um, vor allem mit dem Koran und mit der sogenannten Sunna? Und da gibt es diejenigen, die nehmen nun alles, jeden Satz wortwörtlich und die Verse, die am letzten offenbart worden sind, nehmen sie wörtlicher noch als diejenigen, die am Anfang offenbart worden sind. Und dann hat man natürlich durchaus ein Problem. Aber dieses Problem hat man mit jeder Religion, wenn sie zu sehr am Text klebt. Das nennt man Fundamentalismus. Zurück zu den Fundamenten, zurück zum Text, bar jeglichen Kontextes. Und dann ist das in der Tat außerordentlich problematisch, weil in jedem Text, der in anderen Zeiten entstanden ist, als wir keine Menschenrechte hatten, keine Frauenrechte, da finden wir natürlich Dinge, die überhaupt nicht mehr passen heute. So, und da habe ich schon ein Stichwort genannt, Fundamentalismus. Der Kern, also der theologische Kern des politischen Islam, ist ein fundamentalistisches Islamverständnis. Das heißt, eines, das sich tatsächlich an die Buchstaben eines alten Textes hängt und gar nicht mehr schaut, unter welchen Umständen ist der eigentlich entstanden und was macht man mit Widersprüchen in Texten? Gibt es auch Verse beispielsweise im Koran, die man komplett jetzt außen vor lassen sollte, weil wir in einer ganz anderen Zeit leben? Also die alles das nicht machen, sondern sagen, alles, was da drin steht, das ist sozusagen das Gesetzbuch. Das Gesetzbuch für heute, für alle Ewigkeit und es ist unsere Leitkultur, auch das noch. Und dann ist man dabei, das haben wir ja im Moment auch in Deutschland, nicht nur, haben wir auch in anderen Ländern, dass Muslime den ganzen Tag beschäftigt sind, zu überlegen, ist das jetzt erlaubt oder ist es verboten? Ist es halal oder ist es haram? Das haben wir gerade unter einigen Jugendlichen im Moment. Und das ist natürlich gruselig letztendlich und hat meiner Meinung nach auch mit einem offenen Islam, so wie ich den bei dir erlebe, auch gar nichts zu tun. Jetzt muss ich noch einen Schritt weitergehen. Fundamentalismus alleine ist noch nicht politischer Islam. Man könnte auch fundamentalistisch ganz für sich alleine sein, mit einer kleinen Gruppe, mit einer Familie und könnte sagen, ich lebe jetzt so, wie ich mir vorgestellt habe, dass die Muslime im 7. Jahrhundert gelebt haben. Aber alle anderen Leute interessieren mich nicht recht. Die Akteure des politischen Islam interessiert das allerdings. Und ihr Interesse ist es, sozusagen die Gesellschaft zu hijacken. Das, was sie also erstens die Politik, die Gesellschaft, alles unter religiöse Normen, fundamentalistische Normen zu stellen, unterzuordnen und dann die Gesellschaft tatsächlich mit unterschiedlichen Strategien umzukrempeln. Und in meinem Buch mache ich verschiedene Beispiele, Länderbeispiele. Wie ist es denn passiert in der Türkei? Wie ist es passiert im Iran? Wie passiert das in Nordafrika? Wie ist das in Südostasien? Je nach
Widerstand, sage ich mal, oder weniger Widerstand, kann man entweder gleich durchmarschieren und kann jetzt bei einer Revolution wie im Iran gleich eine islamische Ordnung aufsetzen, oder man muss langsame Schritte wählen. Jetzt bei uns in Deutschland ist es nicht wahrscheinlich, dass sich dieser politische Islam zack auf einen Schlag durchsetzt. Und da sehen wir, dass die Akteure, die sehr gut organisiert sind im Übrigen, eine Strategie entwickelt haben, ihre Normen sukzessive immer weiter durchzusetzen. So, und das ist eigentlich der Grund auch schon gewesen, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, wir sind hier eine Gesellschaft, die ist absolut pluralistisch. Die wird auch immer pluralistischer. Und Muslime gehören selbstverständlich dazu. Aber wir haben hier Leute, die eine Agenda haben, die absolut undemokratisch ist, die gegen die Freiheitsrechte des Individuums gerichtet ist, vor allem gegen die der Frauen. Und das sind Leute, die versuchen gerade, ihre Agenda durchzuboxen, immer mit dem Hinweis darauf, dass wir hier Religionsfreiheit haben, dass es ja alles nur Religion sei. Und dass, wenn man tolerant ist, wenn man Toleranz für sich in Anspruch nimmt, dann muss man sie gewähren lassen. Und das halte ich für außerordentlich gefährlich und bemühe mich, da zumindest aufklärerisch zu wirken. Wunderbar. Ich danke dir wirklich für diese großartige Erklärung. Da ist auch schon ganz, ganz viel drin. Du hast viele, viele Stichworte genannt und Fundamentalismus ist natürlich eins der ersten und damit beginnst du ja auch in deinem Buch. Du beschreibst genau diesen Fundamentalismus und dass er eben nicht nur im Islam vorkommt. Selbstverständlich. Ja, alle Weltreligionen haben das. Absolut, und das ist ein Punkt, den viele bei dir übersehen, bei mir übersehen, bei vielen anderen, die sich kritisch zum Thema Islam äußern, dass wir uns durchaus der Tatsache bewusst sind, und das bist du, und das will ich hier ausdrücklich erklären, dass der Fundamentalismus natürlich auch in anderen Weltreligionen oder Religionen oder auch in Weltanschauungen vorkommt. Und dass wir uns jetzt ganz konkret mit diesem Thema beschäftigen, heißt nicht, dass wir jetzt eine Religion herausgesucht haben, um sie besonders schlecht zu machen, um das auch nochmal als Werbeblock hier einzuführen. Und eine Ansage habe ich vergessen an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Selbstverständlich können Sie Fragen stellen und Sie bekommen auch Antworten von uns an Ihre Fragen. Ich habe den Ehrgeiz, dass wir bis zum Schluss auch alle Fragen beantworten. Wir haben letztes Mal das alles nur vorgelesen und dann beantwortet. Wir wollen erstmal ein bisschen Dialog führen und dann auf die Fragen eingehen. Aber jetzt sind auch schon Fragen da, oder beziehungsweise die erste Frage hat so gut gepasst zu dem, was du gerade gesagt hast, Susanne. Die würde ich aufnehmen und dann würde ich Jürgen auch bitten, seine Einschätzung aus diesem europäischen Kontext, nämlich auch so wie er, nämlich die Kulturen, wie sie sich verändert haben, in was für Widersprüchen sie stecken und wie sehr sie auch voneinander abhängig jeweils waren und eben nicht monoton, dass er da diesen Kontext uns auch nochmal beschreibt. Erst die Frage: Wie sind die Zahlen? Wie viel Prozent der Gläubigen folgen einem offenen, spirituellen Islamverständnis? Wie viel sind fundamentalistische, politische Muslime? Und bevor die Frage beantwortet wird, meine liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir können leider nicht sofort alle Fragen beantworten. Ich komme aber auf Sie zurück, wenn es dann im Kontext passt. Ja, die Frage nach der Zahl. Das erste Problem ist, wir haben keine Zahlen, weil diejenigen, die gut organisiert sind, keine Mitgliederlisten führen. Also wir hatten das jetzt gerade bei der DITIB in Hessen, die sollten Mitgliederlisten vorlegen, um weiter im Spiel für den islamischen Religionsunterricht, den Bekenntnisorientierten zu sein, aber es gibt keine Mitglieder. Und sie tun offensichtlich auch einen Teufel, Mitgliederlisten vorzulegen. Bei den Kirchen ist das relativ einfach. Jeder, der Kirchenmitglied ist, der ist in der Liste. Und der zahlt ja auch Steuern. Aber bei den Moscheegemeinden des politischen Islam gibt es keine Listen. Deshalb müssen wir schätzen. Schätzungsweise sind etwa 10-15% aller Muslime in Deutschland in irgendeiner Weise verbandelt mit diesen Organisationen. Das heißt, die gehen da in die Moscheen zum Beten. Wie weit das jetzt tatsächlich alles in Stein gemeißelt ist, das wissen wir nicht. Die zweite Sache ist die, wir wissen auch gar nicht, wer ist hier eigentlich Muslim. Weil Muslime gelten hier als Menschen, die aus muslimischen Ländern kommen, beziehungsweise deren Eltern aus muslimisch geprägten Ländern kommen und nicht explizit sagen, wir sind Christen oder Juden. Und es gibt aber viele Menschen aus muslimisch geprägten Ländern, die sind Atheisten.
Ja? Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt mit einem Kollegen, der wurde vorgestellt, und hier ist unser muslimischer Partner für die Diskussion. Da sagte der Mann, ich war schon immer Atheist, ich bin kein Moslem. Nur weil ich aus der Türkei komme oder meine Eltern aus der Türkei kommen, muss ich doch kein Moslem sein. Also von daher, es gibt keine vernünftige Statistik, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Mehrheit aller Menschen aus muslimisch geprägten Ländern, die bei uns sind, sind definitiv nicht in diesen Organisationen des politischen Islam. Die sind in irgendeiner Weise säkular oder haben eine persönliche Beziehung zu ihrem Gott, von der sie nicht viel Aufhebens machen. Und die tun auch einen Teufel, sich in religiösen Vereinigungen zu organisieren. Das ist auf der einen Seite, finde ich das super sympathisch, auf der anderen Seite ist es genau das Problem, weil nämlich unser Staat, aber auch die Kirchen, wenn sie dann Partner brauchen bei den Muslimen und Teilhabe durchsetzen wollen, dann suchen sie immer nach organisierten Akteuren. Und die finden sie dann eher bei der DITIB oder bei der Miligörisch oder bei der Moslembruderschaft. Und glauben dann, naja, das sind jetzt unsere Ansprechpartner. Und da muss ich immer sagen, das ist ein bisschen Denkfaulheit, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass vielleicht die Mehrheit der Muslime hier sich nicht organisieren will, sondern ganz zufrieden ist mit dem Leben, das sie hier führen. Und dann vielleicht sogar eine Mehrheit eher eben unorganisiert, friedlich ist und nicht solch einen Machtanspruch überhaupt und einen Herrschaftsanspruch geltend macht. Und das sind vielleicht die Begriffe, die, Jürgen, du ja auch aus der sonstigen Geschichte kennst. Also sonstige Geschichte außerhalb unseres heutigen Themas Europa mit seinen Kämpfen um Macht und Herrschaft aus allerlei. Nicht ganz leicht für mich einzusteigen, es wurde schon so viel gesagt. Ich bin alles andere als ein Experte für den Islam, möchte mich auch gar nicht zu generieren, für Religionen auch nicht, sondern nur Literaturwissenschaftler. Ja. Mir ist noch nie der Gedanke gekommen, wirklich noch nie der Gedanke gekommen, einen Text überhaupt als heilig zu bezeichnen. Allein der Begriff heilige Texte ist für mich eine schwer zu verarbeitende Vorstellung. Und warum ich das sage, alle religiösen Texte sind nun mal, werden anders bewertet und anders behandelt als normale Texte, sei es auch Texte von bedeutenden klassischen Autoren. An denen darf man herumpflücken, man darf sie interpretieren, man darf sie variieren, analysieren, wie man will. Man kann dann höchstens mit anderen streiten, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, das ist genau die Geschichte. An der Stelle wird es ja für uns spannend. Dass es religiöse Texte gibt, die überhaupt diese Barriere aufbauen konnten, dass sie Offenbarungen sind, dass man an ihnen nichts verändern kann oder darf, ist natürlich keine rein muslimische Erfindung, das wurde ja dargelegt, sondern ist genauso gut für das Christentum und das Judentum entscheidend. Nun würde ich aber doch unterscheiden zwischen Orthodoxie und Fanatismus. Die beiden Begriffe fehlen ja schon. Es gibt immer und wird immer geben kleinere oder größere Segmente einer Religionsgemeinschaft, die dem orthodoxen Flügel und einer konventionellen Interpretation zuneigen und am Text festhalten. Das ist nur noch mal was anderes, finde ich, als jene, die den Textkorpus nur verwenden, um ein ganzes Weltbild, und zwar nicht nur für sich, sondern für alle, wenn irgend möglich durchsetzen zu wollen. Und wir sprechen jetzt heute nicht über die liebenswürdigen kleinen Enklaven, die persönlichen individuellen Rückzugsmomente, die es in jeder Religion auch gibt, sondern wir sprechen ja über diesen, habe ich das Thema verstanden, auffällig werdenden, politisierenden Islam, der sich zu einer gewaltigen Macht im Weltgetümmel der Meinungen innerhalb weniger Jahre entwickelt hat. Und ich möchte für mein leidenhaftes Verständnis, ist es halt innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte erschienen und geworden, dass der Islam von einer auch interessanten, manchmal gefährlichen, gefährdenden Religion zu einer nicht nur Weltreligion, sondern Weltmacht geworden ist und dies auch klar ausdrückt. Das für alle unübersehbare Menetekel war die Hexenjagd
gegen das Buch von Salman Rushdie, indem sie die Lage ein für alle Mal gespalten haben. Und dieser Roman wurde ja mit einer Fatwa versehen, die übrigens bis jetzt Gültigkeit hat. Salman Rushdie steht noch immer auf dieser Liste. Und im gleichen Moment, und das scheint mir signifikant, haben alle westlichen, ja, ich sage jetzt pauschalisierend, westlichen Verlage dieses Buch demonstrativ publiziert. Ich denke, das ist schon eine Art Clash of Cultures. Ich möchte jetzt nicht diesen umstrittenen Begriff von Huntington nicht unbedingt unkritisch verwenden, aber manchmal gibt es auch Trennungslinien. Und diese beiden Welten, die sich da aufgetan haben, und die eine geht nun mal in Richtung eines angestrebten Gottesstaates und die andere geht in Richtung auf eine demokratisierte Verfassung. Es sind bis zu einem gewissen Grad, denke ich, in der Tat zwei Welten und wir sollten akzeptieren, dass die miteinander derzeit im Kontext der Globalisierung richtig im Clinch liegen und um Machtpositionen kämpfen. Es gab dann ein zweites literarisches Signal, das ebenfalls von manchen als überzogen, hysterisch oder menetekelnd dargestellt wird, nämlich das Buch Die Unterwerfung von Welbeck, ebenfalls ein Weltbestseller, das eine andere Variante zeigt, nämlich dass Europa Wertvakuum, das es geworden ist, wenn wir uns ehrlich sind, durch eine gewisse zu starke Kapitalisierung, durch ein zu großes Selbstbewusstsein, was weiß ich, welche Faktoren dazukommen, dass Europa selbst mürbe geworden ist und seine Flanke anbietet. Und welche machtorientierte Ideologie würde nicht in diesem Moment auf den Gedanken kommen, vorzustoßen und zuzustoßen? Und in der Situation bewegen wir uns. Jetzt glaube ich gerade, das ist alles jetzt gerade ein bisschen alles überlagert durch Corona, aber es wird wieder kommen. Es ist interessant, dass das Thema Islam, Islamophobie, politischer Islam im Moment keine so große Rolle wie noch vor 2-3 Monaten zu spielen scheint. Aber das ist, denke ich, nur eine Unterbrechung des Diskurses. Ja, also ich denke auch, dass unter dem Radar von Corona einiges passiert. Ich habe heute gelesen, dass die Zahl der Salafisten in Berlin zum Beispiel zunimmt, dass da sehr viele aus den ostdeutschen Ländern, aus den neuen Bundesländern hierher nach Berlin ziehen. Es gab ja eine Bewegung, sich in die neuen Bundesländer zu begeben. Susanne, du wirst es bestätigen. Also man konnte sehen und beobachten, dass da Bildungszentren und Moscheen eröffnet wurden von Salafisten und die Zahl derer, die jetzt nach Berlin ziehen, Berlin zu einem Hotspot machen soll steigen. Ich möchte einen dritten Aspekt trotzdem noch einbringen. Also die bisherigen Analysen kann ich tatsächlich genauso auch unterstreichen, auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, denke ich. Aber das ist ja das, was sich dann jetzt anbietet als Vertreterin auch hier der Ibn Rushd Goethe-Moschee beziehungsweise auch als Autorin, die zu diesen Themen ja auch viel arbeitet. Wir kämpfen gegen den politischen Islam auch als Musliminnen und Muslime und wir kämpfen gegen den Fundamentalismus und für eine historisch-kritische Lesart. Und du bist vergleichender Literaturwissenschaftler. Wir sind als säkulare, liberale Muslime, zeitgemäß islamlebende Muslime, wie auch immer du es bezeichnen magst, doch auch immer daran interessiert, vergleichende Religions- oder vergleichende Religionswissenschaften, so nennt sich ja der Terminus als Studiengang, aber so im Leben, im Alltag, in der Umsetzung auch tatsächlich das zu leben, meiner Ansicht nach etwas, eine Möglichkeit tatsächlich auch mit der Heiligen Schrift, die ja auch als Heilige Schrift nicht abgelehnt werden muss, historisch kritisch umzugehen. In dem Sinne, dass man sich die Frage stellt, in welchem Kontext wurde was geregelt und welchen Sinn macht das heute noch? Und der Vergleich ist in diesem Zusammenhang, meine ich doch, tatsächlich ein sehr aufregender und spannender Aspekt, der mich auch als gläubiger Mensch umtreibt, weil ich verstehen will und nicht dem nachgehen kann, dass irgendwelche Menschen sagen, das ist die Wahrheit. Susanne, das schreibst du ja auch und das sagst du ja auch immer wieder. Es geht ja immer um diese Wahrheit. Ja, ich will vielleicht noch eins ergänzen. Unbedingt, bitte.
Ich meine, die Rhetorik des politischen Islam und vor allem des Dschihadismus, was ja ein Flügel des politischen Islam ist, ist häufig gegen den Westen gerichtet. Aber die eigentlichen Feinde, und das sieht man immer wieder, wenn man sich anschaut, wer diesem politischen Islam zum Opfer fällt, wer im Gefängnis landet, wer hingerichtet wird, wer ermordet wird, das sind die moderaten Muslime, das sind die liberalen Muslime, das sind all diejenigen, die dieses Spiel nicht mitmachen. Und, ja. Und von daher ist es nicht nur ein Clash of Cultures, es ist ein Clash ja. innerhalb des Islam, ja. innerhalb der islamischen Welt. Ich meine, du und andere, ihr habt Polizeischutz. Ja? Warum habt ihr Polizeischutz? Weil ihr Muslime seid. Wärt ihr keine Muslime, hättet ihr keinen Polizeischutz nötig. Das ist völlig klar. Wir haben hier viele Kritiker des Islam, wir haben sogar Islamhasser in Deutschland, die haben alle keinen Polizeischutz. Du hast den ganzen Hass der Muslime, des politischen Islam auf dich gezogen, als du die Moschee eröffnet hast. Noch mehr als bisher. Da hast du vollkommen ja. recht. Und wir sind Europäer und Europäerinnen und stehen auch ein für einen europäischen Islam, den du ja auch eingangs beschrieben hast, den Bassam Pimi ja. auch beschrieben hat. Ich hätte hier eine Frage, die passt zu dem, was Jürgen gerade gesagt hat. Herr Wertheimer, sehen Sie Europa tatsächlich im Wertevakuum? Und hier sind 4 Fragezeichen, scheint sehr aufgeregt zu sein. Ich glaube, das Problem besteht darin, dass wir geneigt sind, demokratisch alles zu tolerieren. Wir sind nicht vorbereitet auf diese in Anführungsstrichelchen Übernahme. Ja. Ja, Sie sagen es, also ich habe dem nichts, kaum was hinzuzufügen, denn wir haben uns zu lange in der Selbstverständlichkeit der Existenz demokratischer Systeme bewegt und daran gewöhnt, sie mit einer gewissen Ironie auch als selbstverständlich vorausgesetzt. Und jetzt stellen wir erschreckt fest, es kommen neue, starke Kräfte, die anders, ganz anders denken und funktionieren als dieses System. Und deshalb sind wir für einen Moment tatsächlich ein bisschen paralysiert. Ich will nicht sagen, dass wir keine Werte haben. Ich will aber auch nicht betonen, dass wir nur Werte hätten. Ich bitte zu bedenken, ich komme jetzt nicht mit der Nazi-Keule, aber ich muss es erwähnen, dass Europa die beiden größten und mörderischsten Systeme der Welt konzipiert und realisiert hat. Sowohl den Stalinismus wie den Nationalsozialismus, beides kam aus europäischen, hochkultivierten Denklaboren, sogar von Idealisten zum Teil entwickelt. Und da kamen alle unsere Werte erstmal unter die Räder. Alle. Das Mensch, wovon man spricht. Wie? Dann weiß man, wovon man spricht. Ja, und jetzt haben wir nach dem Krieg natürlich alle große, schon hoffe ich, Lehren gezogen, die allermeisten jedenfalls. Aber wir sind sehr vorsichtig geworden, wir sind sehr zurückhaltend geworden, vielleicht eine Spur zu zurückhaltend. Und das Toleranzmoment, das Sie angesprochen haben, ist ein ganz entscheidendes. Denn die Frage ist immer, wenn wir in einen Wettstreit, wer ist der Toleranteste eintreten, werden wir, gestatten Sie diese etwas herbe Bemerkung, werden wir den Kürzeren ziehen. Weil die weniger Toleranten natürlich dies als Schwäche sehen und nicht als Großherzigkeit. Das ist ein Punkt, ein wirklich zentraler Punkt, bis wie weit geht die Toleranz. Es sagt sich leicht, für den und den Punkt null Toleranz. Das ist so ein wunderbarer Fernsehsatz. Aber ja. wie wird er dann praktiziert? Ab wann? Wo ist die Grenze? Wo ist die Außengrenze? Wo ist die Innengrenze? Dessen, ja. wo unser Toleranzspielraum endet und mit welchen Mitteln wird es durchgezogen. Da stehen wir vom zweiten Problem. Wir können nicht einfach verbieten. Wir können nicht einfach abschaffen, wenn wir unsere Werte nicht wieder verraten wollen. Ja, wo sind die Trennlinien? Und Trennlinien, das ist ein tatsächlich gutes Stichwort für meine nächste Frage hier. Die Trennlinie verläuft auch zwischen den Muslimen, die sich in DITIB und Co. organisieren. Sondern zwischen denen, die Menschenrechte, und zwar alle, insbesondere die Frauenrechte, leben oder sie ablehnen. Und hier fürchte ich doch, dass weltweit über 90% der Muslime dies tun. Also 90%, ich wüsste die Antwort nicht, wie viel die Zahl ist. Was sagst du dazu? Man kann die Zahl, also wie gesagt, auch da ist es schwierig. Ja. Es gibt Zahlen, die sind allerdings ziemlich beängstigend vom amerikanischen Pew Institute. Und die zeigen tatsächlich so etwas. Ja. Also erschreckende Zahlen, 80-90%, bei ihren Befragungen in unterschiedlichen Ländern über viele Jahre hinweg
die zustimmen, dass Frauen bei Ehebruch gesteinigt werden, dass Körperstrafen durchgeführt werden, dass jemand, der homosexuell ist, hingerichtet werden soll und so weiter und so fort. Also Islamismus vom Schlimmsten. Und das, also ich wage das zu bezweifeln, weil... glaube ich, sinkend im Moment gerade für totalitäre Ausdeutungen. Das ist ja das Problem. Ja, nicht nur im Religiösen, sondern auch im Staatlichen. Ist halt die Frage, also wie fragt man, wann fragt man, ist jemand alleine und kann einen Fragebogen ausfüllen, ohne dass er kontrolliert wird von jemand anderem. Also in islamisch geprägten Gesellschaften gibt es einen unglaublichen Druck, islamkonform nach außen zu sein. Und deshalb gibt es natürlich auch eine wahnsinnige Doppelmoral. Also das ist auch so eine Schwierigkeit. Und man merkt das ja auch daran, sobald Freiheit durch irgendwelche Dinge einsetzt, dann merken wir eine riesige Spaltung in diejenigen, die Freiheit schätzen und nutzen und genauso Freiheitsrechte leben wollen wie wir, und andere, die sagen, stopp, wir sind hier nur, damit wir Gottes Befehl erfüllen. Und das hatten wir ja beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Muslimbruderschaft entstanden ist in Ägypten. Da gab es einen riesigen Säkularisierungsschub. Die städtischen Intellektuellen, die waren nicht weniger modern in Kairo als in Berlin oder in London. Die wollten auch genau das Gleiche. Und dann gab es aber Leute wie Hassan al-Banna, die gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann braucht es ja gar keinen Islam mehr. Und das geht überhaupt nicht. Und deshalb hat er die Muslimbruderschaft gegründet. Also da sind wir an einem ganz springenden Punkt, glaube ich, für die europäische, aber auch außereuropäische Diskussion. Wir sollten nicht ignorieren, dass es ein riesiges Bedürfnis gibt, ganz offenbar gibt, nach festen Orientierungslinien, nach Markierungen, nach festen und nicht ambivalenten Werten. Was hat der Westen anzubieten? Ich bin, um das klar zu machen, absolut, also auf der Seite des Westens, verkürzt gesagt, und der Aufklärung und des Säkularismus. Aber ich sehe auch, dass er ganz offenbar nicht für alle die Attraktivität hat, die emotionale Anziehungskraft hat, die wir ihm zuschreiben. Muss man natürlich nachdenken, woran das liegt. Und da bleibt mir als ein Argument immer der Eindruck haften, dass es wohl daran liegen muss, dass wir auch notwendigerweise weniger Orientierung geben. Wir geben als Gesellschaft ein bisschen oder sehr viel weniger Orientierung, weil wir sagen, du hast den Freiheitsspielraum, du bist ein Individuum, du musst entscheiden, was für dich gut ist. Die Gesellschaft kommt an zweiter Stelle, aber du musst deinen Weg finden. Diese anderen Systeme haben eine ganz andere Vorgehensweise. Sie bieten einen Weg an. Also wir sprechen jetzt über den politischen Islam, der genau diesen Islam anbietet. Wir könnten aber auch, um das nicht nur am Islam festzumachen, von totalitärer Politik sprechen, die auch dieses Angebot macht. Sehr gut, das wollte ich nämlich auch. Der politische Islam ist in dem Kontext nur eine Facette unter vielen anderen, eine besonders wirkmächtige vielleicht, aber eine. Und wir haben ja im Moment in Europa festzustellen, da kommt man nicht vorbei dran, dass es ein starkes Bedürfnis nach solchen festen Wertorientierungen wieder gibt, geradezu Widerstandsbewegungen in der Richtung. Und die muss man ernst nehmen, man darf ihnen nicht nachlaufen, aber man muss die Tendenzen ernst nehmen und müsste, so paradox es klingt, den Westen auch wieder dahin bringen, Werte glaubwürdig anzubieten. Glaubwürdig. Die können vielleicht eine Stufe niedriger dann auch sein. Das können Gebrauchswerte sein. Warum braucht man immer Vertrauen? Warum genügt nicht Zuverlässigkeit als ein Wert, den man einhält? Warum muss man immer Toleranz sagen und damit eine ganze philosophische Welt heraufbeschwören, wenn es im Alltag ein Kompromiss ist, vielleicht ein Kompromiss oder etwas dazwischen, ein In-Between zwischen zwei Möglichkeiten. Also ich wäre dafür, die Sache ein bisschen tiefer zu hängen, aber dafür ernster zu nehmen. Genau an dieser Stelle wird es teilweise doch tatsächlich kompliziert, weil sehr vieles dann nur auf den Islam konzentriert wird oder der Islam dann nur wahrgenommen wird, wie der politische Islam sich darstellt. Und deshalb auch solche Fragen zum Beispiel oder Kommentare. Ich habe hier jemanden aus Finnland, den wir neulich schon hatten, der sagt, in all seinen Facetten hat doch der Islam immer in seiner Mehrheit einen starken Hang zur Dominanz. Das ist doch, was die Probleme macht. Also
Ist es denn tatsächlich so, dass wir hier an der Stahl... Ja, wie bitte? Historisch ist es richtig. Und historisch ist sogar, ich habe gerade jetzt einen Aufsatz fertig geschrieben über Dschihadismus und habe mich da auch mit historischen Texten beschäftigt und auch mit Islamwissenschaftlerinnen, auch Gudrun Krämer schreibt darüber. Das ist der historische Auftrag gewesen. Und das ist auch der Grund, weshalb der Islam sich vom 7. Jahrhundert bis zum 9., also bis nach Europa auf der einen Seite und weit bis nach Süd- und Zentralasien hinein entwickelt hatte. Nicht, weil die Leute plötzlich alle den Koran in die Hand nehmen wollten, sondern weil es eine Eroberungsreligion war. Ja. Und diese Idee haben natürlich immer noch viele Muslime. Und das kann man auch nachlesen. Also es gibt ja unendlich viele Reden, Texte, dass der Islam sich wieder ausbreiten müsse, dass alles Territorium, das jemals muslimisch gewesen sei, zurückerobert sein werden müsse und so weiter. Das ist ja nicht, das heißt nicht, dass das jeder Moslem und jede Muslimin so möchte. Aber es gibt durchaus einflussreiche Strömungen, Gelehrte, Politiker, die das genau so sehen. Und dazu gehört auch Herr Erdogan im Übrigen. Ja. Darf ich etwas versuchen? Und zwar hat eine Teilnehmerin die Hand gehoben. Wir wollten das bei diesem Webinar jetzt versuchen, ob wir jemanden auch per Ton zuschalten und zulassen, ohne dass Co-Referate hier gehalten werden. Ist das möglich? Meine Damen, die die Technik machen? Oh ja, genau. Frau Dr. Elvira Krötzinger sehe ich. Bitte. Danke. Hallo, ist sehr interessant. Vielen Dank von verschiedenen Seiten. Bin ja vergleichende Literaturwissenschaftlerin selbst, keine Fachfrau für Islam. Aber ich habe einiges gelesen, zum Beispiel Batya Orr. Sie strebt das Weltkalifat an. Diese Kräfte sind bekanntlich nicht tolerant. Die Fundamentalisten und die Toleranz schließen sich ja aus. Wie soll man in dieser unserer liberalen Gesellschaft sich dessen erwehren? Vielen Dank, Frau Dr. Krötzinger. Mhm. Damit, dass man ein wenig weniger tolerant ist gegenüber den Feinden der Toleranz. Ja, also das hat auch ein bisschen was mit so einer falschen Omnipotenz zu tun, so einem Omnipotenzgefühl, dass wir glauben im Westen, in Europa insbesondere, uns kann ja keiner was, wir können so tolerant sein, wir können alles aufnehmen, im Endeffekt werden die alle unsere Werte, unsere Freiheit schätzen und übernehmen. Also die Vorstellung, dass jemand das überhaupt nicht will und auch nicht macht, die fällt ja schon vielen schwer überhaupt zu glauben. Und das ist auch der Grund, meiner Meinung nach, dass in der Politik, aber auch von den Kirchen so wenig konsequent gehandelt wird. Du hast gesagt, es gibt neue Strömungen von ostdeutschen Salafisten nach Berlin. Wo sitzen die denn alle? Die sitzen in Moscheen, die wir schon seit 10 Jahren haben, wo Hassprediger genau dieses Weltkalifat und gewaltsame Übernahme predigen. Die sind aber immer noch da und die sind auch nicht zu. Da muss man sich doch mal wundern, warum man so etwas eigentlich zulässt. Ja? Und ich wäre mal dafür eigentlich, dass man den politischen Islam nicht anders behandelt als den Rechtsradikalismus. Da passt eine wunderbare Frage dazu. Ich nenne das ja auch muslimische Identitäre und andere nennen das leider Gottes noch nicht in diesem Maß, denn es sind muslimische Identitäre, es sind Muslime, die auf der rechten Seite stehen, im Gegensatz zu den säkularen, liberalen und Menschen, die eher auf der linken politischen Seite auch stehen und vieles mit dem Islam auch vereinbaren können, auch selbstverständlich die Menschenrechte. Und hier ist eine Frage an Susanne, was sagen Sie zum Europäischen Fatwa-Rat? European Council of Fatwa and Research, ist er ein Teil des politischen Islam und welchen Einfluss hat er? Naja, das ist eine der Institutionen, die die Muslimbruderschaft hier geschaffen hat. Und immer schön erstmal auf einer internationalen Ebene, das heißt auf einer europäischen Ebene, und dann gibt es Dependancen in allen möglichen Ländern, besonders in Deutschland und Frankreich. Und deshalb haben wir hier ja auch die deutsche Dependance des Europäischen Fatwa-Rates, übrigens gegründet worden in Berlin. Ja, Ach, erzähl. Ja, in Berlin gegründet. Und wer war da involviert?
Da war der Herr Sabri involviert, der das immer wieder abstreitet, so sei es gar nicht gewesen, es sei nur so ein nettes Essen gewesen und was er da alles erzählt, der ja in Berlin vielfach ausgezeichnet worden ist und mit dem auch die Kirchen unglaublich gerne kooperieren. Ja. Eine Einrichtung, in der... Sagst du seinen vollen Namen und welche Moschee er zugehört? Für die Neuköllner Begegnungsstätte ist das. Ja. Ja, und das ist so eine typische Geschichte. Alle glauben, das ist irgendwie liberal und so. Und dann wundert man sich, wer taucht denn da auf in der Vergangenheit? Wer hat denn da Reden gehalten? Was sind denn das für Leute da? Und es wird aber immer alles abgestritten. Und sobald man neu Tacheles redet, kriegt man eine Klage. Herr Sabri hat mich auch schon verklagt. Ich habe jetzt aber glücklicherweise gegen ihn gewonnen. Gratulation. Gratulation. Du bist in Frankfurt, liebe Susanne. Und in Frankfurt gibt es das Europäische Institut für Humanwissenschaften. Ja. Wenn du, Jürgen, das hörst, diese Überschrift und den Namen von diesem Institut, was denkst du? Europäisches Institut für Humanwissenschaften. Finde ich, es ist ein wunderbarer Tarnbegriff, mittels dessen man eine Hülle errichtet, unter der man dann ganz anders agieren kann. Und diese Doppeldeutigkeit ist ja, glaube ich, sogar eine der legitimen Verfahrensweisen eines Teils des Islam, dass man mit Nichtgläubigen anders umgeht, kommunikativ wie mit Gläubigen. Das wäre schon ein Thema, was man auch mal versuchen sollte, denn dem Dialog ernst genommen, geht dadurch jede Grundlage verloren. Wir können solche Alibi-Veranstaltungen in Serie führen. Ich kenne auch welche im baden-württembergischen Bereich, die unter dem Begriff des Dialogs, des humanistischen Dialogs, alle möglichen Kräfte einlullen und binden. Aber es wird nie die entscheidende Frage gestellt, ist der Islam, betrachtet sich dieser Islam als eine Religion unter anderen, als eine Facette unter vielen, vielen anderen, oder ist es die eigentliche Leitkultur? Und mit diesen Leitkulturdiskussionen möchte ich nicht mehr viel zu tun haben, denn die sind immer einseitig, plump und destruktiv letztlich. Ich möchte nur eins bewirken, wenn man bewirken oder versuchen zu erreichen, diesen Denkprozess in Gang zu setzen, wie Sie ja auch, Frau Schröter, und du auch, Seran. Aber man sieht, wie schwer der ist, nämlich die Menschen, die an der Kippe stehen, die im System, in einem religiösen System verankert sind, in ihm aufgewachsen sind, mit ihm zu tun haben, darin leben, zu ermutigen, diesen ihren Weg fortzusetzen und sich nicht primär nur als Muslim zu betrachten, sondern als Mensch, als Bürger, als Zivilist und ein zweites Leben, wenn man so will. Als Europäer auch. Und Susanne, ich komme auf dich zurück zum Europäischen Institut für Humanwissenschaften. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Sagst du sicher gleich auch noch was. Aber Aufklärung, Bildung, Lehren, das sind ja auch eure Aufgaben. Ihr seid Lehrende, Hochschullehrer, Lehrerin. Müsste man nicht der Mehrheit der Bevölkerung erstmal die verschiedenen Inhalte des Islam erklären, damit die Menschen überhaupt verstehen können, was der Unterschied ist zwischen einem fundamentalen Islam und einem liberalen Islam? Die meisten kennen doch nur die Überschrift aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Islam ist eine Religion wie jede andere. Der Islam heißt Frieden. Mohammed war der Prophet und die Anhänger heißen Muslime. Mehr Inhalt kennen doch die meisten nicht. Daher wundern sich wohl viele, warum so viel kritisiert wird. Ja, das ist richtig. Und also es gibt nicht viel Wissen. Und gerade die Vertreter des politischen Islam, die tun ja auch immer so, als ob es nur einen Islam gibt und den vertreten sie. Sie sind also sozusagen die Sprachrohre der Muslime in Deutschland. Und dadurch entsteht ja auch ein schräges Bild, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch immer noch richtig, dass man aufklärt. Mein nächstes Buch wird sich auch mit genau der anderen Seite des Islam beschäftigen. Also weltweit mal geguckt, wie leben denn Muslime, die nicht im politischen Islam sind, weil ich denke, großartig, da freue ich mich drauf. Ja, das möchte ich gerne auch nochmal klarstellen, dass es eben tatsächlich auch belegbar so ist, dass es Vielfalt da gibt und diese Holzköpfe des politischen Islam vielleicht sehr mächtig und auch sehr sprachgewaltig sind, aber dennoch nicht die Mehrheit sind. Und der Islam auch ganz anders sein kann. Aber dennoch muss ich jetzt auch mal sagen, eine Kritik an
an viele politische Akteure, die es eigentlich besser wissen könnten, die nämlich genau wissen, dass der politische Islam und andere Formen des Islam unterschiedlich sind und die dennoch immer wieder mit der DITIB-Kungeln, mit der Milli Görüş, mit der Muslimbruderschaft oder mit iranischen Organisationen, die direkt von den Mullahs im Iran instruiert worden sind. Und da muss ich sagen, das bringt mich manchmal so ein bisschen zum Verzweifeln, weil das sind Leute, die wissen, was sie tun. Und sie tun es trotzdem. Da passt die Frage hier, warum sind gerade die linken Parteien, Rot-Rot-Grün, so unempfänglich für Menschenrechtsverletzungen wie Kinderehen, Zwangsehen, wenn dies durch Muslime geschieht? Also wenn die Muslime das machen, dann sind sie weniger empfänglich, als wenn also Straftaten begangen werden, auch Menschenrechtsverletzungen, so verstehe ich das auch. Erlebe ich das ja auch, wenn im Gegensatz zu anderen. Es gibt eigentlich drei Gründe. Der erste ist, dass sie häufig Kulturrelativisten sind. Und wenn jemand sagt, also bei uns, da ist das so, da heiraten eben die Mädchen auch mit 9, dass dann da viele sagen, ja gut, okay, wenn das bei denen so ist, dann wollen wir mal nicht so überheblich sein und unsere Werte absolut setzen. Die Leute gibt es tatsächlich. Kenne ich auch in meinem eigenen Fach. Und das Zweite ist, dass sich gerade die Vertreter des politischen Islam gerne als Anti-Imperialisten aufspielen. Das heißt, da gibt es einen direkten Link zu den Linken, die ja auch gegen den Imperialismus, gegen die USA, gegen den Westen, gegen Israel sind. Und da gibt es eine Allianz, eine echte politische Allianz, würde ich mal sagen. Und verkantet und verdrahtet sich übrigens auch ein ganz starkes antisemitisches Denken im politischen Islam und in Teilen der Linken. Das erleben wir jetzt gerade bei dieser unsäglichen Diskussion um die Ruhr-Triennale und den Herrn Bembe. Der dritte Grund ist, dass man glaubt, die Muslime, das sind Leute, die sind so schwach und unterdrückt, für die muss man sprechen, die muss man jetzt an die Hand nehmen. Und da kann man das nicht zu ernst nehmen. Anders als die deutschen Rechtsradikalen, wo man ja sehr scharf immer guckt, sagt man, ja, die Muslime, das ist vielleicht auch jetzt irgendwie außerordentlich problematisch, aber sie wissen es nicht besser. Also eigentlich eine eher neokoloniale Haltung, muss ich mal sagen. Wie sind denn deine Erfahrungen, Jürgen? Du hast an dem Lehrbetrieb in Tübingen ja viele, viele Studenten und Studentinnen erlebt und an eurem Institut, also an eurer Universität gibt es ja auch ein Institut für islamische Theologie, soviel ich weiß. Ja, aber ich habe das nur als Trennung erlebt, also bis vor 10 oder 15 Jahren, war für mich schon eine einschneidende Erfahrung, saßen in jeder Vorlesung 20, 30 Mädchen auch mit Kopftuch. Und dieser Prozentsatz hat sich nicht nur halbiert, er hat sich aufgelöst. Es gibt praktisch eine beobachtbare Trennung zwischen säkularem Leben und theologischem Leben der muslimischen Community in Deutschland. Und das finde ich schon ein bisschen erschreckend, statt dass sich das allmählich im Studentischen zu vermischen beginnt. Liberalisiert wurden ganz offenbar von Kräften welcher Art auch immer Trennstricke eingezogen und die Communities haben sich separiert. Der Begriff der Parallelgesellschaft fällt ja immer wieder, auch in anderem Zusammenhang, aber hier eben auch, selbst im Akademischen. Es gibt keinen ehrlichen und offenen Dialog. Ihr habt sehr euphorisch gesprochen von, man müsste mehr wissen. Man wird überschüttet mit Wissen. Kollegen von mir machen ununterbrochen Vorlesungen zum Thema Dialog der Religionen. Das ist alles wunderbar akademisch und verträglich und erbaulich. Da sitzen Scharen von Menschen drin, die alles wunderbar mitschreiben und sich dann überlegen, wie es hier aussieht und in der Religion und der und welche Schnittmengen es geben können. Finde ich alles ganz putzig. Aber ich möchte mal jetzt ein bisschen noch mal Tacheles reden, wenn man den Begriff doch erwähnt. Wenn es ernst wird, dann kuschen alle. Die Theologen der Tübinger Fakultät werden mundfaul und sondern flache Banalitäten ab, die dann auch auf Toleranz und
Relativismus herauslaufen und alles nett entschuldigen. Sie wissen nicht mal, wenn Sie bei fundamentalistischen Kongressen teilnehmen, dass Sie um Gottes Willen in einen fundamentalistischen Kontext geraten sind. Also es ist alles Schwindelei, Schummelei, Lüge auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es Feigheit. Die drei Punkte wurden ja genannt. Feigheit, eine gewisse Eitelkeit, auch ein Hochmut, kultureller Hochmut, der mitschwingt. Und diese Mischung, die eine Seite ein bisschen labil und sentimental und die andere, die die Klaue auf den Gehirnen und auf den Körpern der Gläubigen hat, rücksichtslos und brutal. Und diese beiden Kräfte, da ist, also wenn man diese beiden Kräfte sich vorstellt, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wer die stärkeren Optionen hat. Und wenn das so ist, fallen mir ganz wenig Argumente ein, diese Stärkeren zu stoppen und in die Schranken zu weisen, fallen mir wirklich wenig Argumente ein. Denn die große Gefahr labilen Menschen, die Suggestion, nicht mehr als Underdogs nach Deutschland zu kommen, sondern als Overdogs, nicht mehr die Opfer zu sein, der kleine Türke Ali, der von der Gastarbeiterliteratur jahrelang beschrieben wird, ist es nicht mehr, sondern ein Clanmitglied, das Stärke ausstrahlt, vor dem man Angst hat. Das wirkt doch auf junge Menschen unglaublich stark und verführerisch, sich zu dieser Community zu rechnen und nicht zu den weichgespülten, toleranten Losern zu zählen. Das habe ich jetzt bewusst ein bisschen forsch formuliert, aber es würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht, weil an der Spitze des Eisbergs kommen ja immer wieder solche harten Bandagen zum Einsatz. Ich denke, dass viele dir da zustimmen werden und dass gerade die sogenannten interreligiösen Dialoge in Moschee-Zusammenhängen mit Verbänden tatsächlich genauso ausgeartet sind. Und meine Kritik an den Instituten, die ist ja auch bekannt, wir sind hier in Berlin, nicht in den Beirat aufgenommen worden, ja, bei der Einrichtung der islamischen Theologie. Und das hat ja natürlich auch eine politische Dimension. Das heißt, die Politik dieser Stadt hat das entschieden, ja, dass man das nicht will. Nun, die Stadt, also nicht die Verbände, sondern die Politik. Nein, die Stadt, die deutsche Politik hat das entschieden, weil unter anderem wahrscheinlich aus der Richtung der Verbände entsprechende Signale kamen. Also die Diskussion ist riesengroß, darüber können wir auch eine eigene Veranstaltung machen. Wir haben gerade eben über Clash der Kulturen und Vergleichendes gesprochen. Du hattest das erwähnt, Jürgen, weil hier ist eine Frage: Können wir die Begriffe Clash innerhalb der Kultur als Vielfalt oder Diversität innerhalb des Islams verstehen? Also ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Es geht wahrscheinlich darauf zurück, dass ich gesagt habe, dass es gibt nicht nur einen Clash zwischen Kulturen, sondern auch innerhalb der Kultur. Ja, innerhalb. Und das ist genau richtig. Und vielleicht meint sie das, diese Diversität innerhalb der Kulturen. Denn da kommt ja noch ein anderes Argument dazu. Die Weichen, die Schwachen werden diskreditiert, Anführungszeichen, die Weichen, die Schwachen, werden diskreditiert als wahren System. Ja. Jetzt klingelt es in uns allen. Ja. Ist schon wieder vorbei. Ja. Deshalb glaube ich, die Härteren, so habe ich dich verstanden, also die härter, noch härter Ausgetragenen, wenn man das so sagen darf. Denn da geht es ja darum, dass man Abweichler vom eigenen System, und immer werden Menschen, die im eigenen System Außenseiter sind, noch härter bestraft als Fremde. Die kennt man ja nicht. Aber in der eigenen Community darf man rigoroser sein. Übrigens gab es, das hat jetzt übrigens nichts mit Relativismus zu tun, wenn ich das einfach sagen muss oder möchte. Die katholische und evangelische Kirche, das Judentum, haben ja solche Prozesse in gleicher Art und mit gleicher Rigorosität in den Annalen ihrer Geschichte. Also die Kreuzzüge haben wir nun, weil wir gemacht, man sagt, der Islam ist eine Eroberungsreligion. Das war das Christentum, weiß Gott auch. Und ist es ein bisschen immer noch. Das Judentum macht das auf eine ganz andere Art, aber beide sind expansiv und machtorientiert. Das ist schon das Wesen der Religionen. Das Problem ist, ein Problem besteht darin, dass sich tatsächlich die Zeitebenen verschoben haben. Europa hat einen 300-jährigen oder 400-jährigen Prozess der Aufklärung irreversibel
würde ich sagen, irreversibel hinter sich gebracht. Und mit der Aufklärung verbunden ist einfach ein Prozess der Säkularisierung der Glaubensinhalte. Das heißt, der Glaube ist ein wichtiges, nicht nur dekoratives, sondern wichtiges, aber ein Element unter sehr vielen anderen, die in die demokratische Palette gehört. Und deshalb ist dieses System inkompatibel mit anderen Systemen, die an die erste Stelle die Religion und dann lange nichts und dann den Menschen stellen. Aber das ist langsam so geworden. Und dieser Prozess hat dazu geführt, dass der, ich sage es mal so, das wird nicht allen Theologen gefallen, dass der katholischen und evangelischen Religion die Zähne gezogen worden sind. Jede Religion hat auch Zähne, mit denen sie in die Menschen beißen will und auch kann. Die Inquisition war eines der schrecklichsten Instrumente fast ins 19. Jahrhundert hinein. Das muss man sich doch klar machen. Und diese Zähne sind gezogen in Europa und da wollen wir auch dabei bleiben. Nur wir sind dann zahnlos, auch in der Gegenwehr. Ja, es gab durchaus katholische, kirchliche Einrichtungen, die kritisiert wurden und werden zu Recht und Erziehungsmethoden hatten, die durchaus vergleichbar sind mit Institutionen, die wir jetzt dem politischen Islam zuschreiben. Ich habe hier zwei Fragen, die da nämlich genau hinpassen. Und du hast gerade ja auch von den schönen Begrifflichkeiten auch gesprochen und eine Agenda, die dahinter steckt, hinter einem Namen, die eine ganz andere ist. Wölfe im Schafsfell kann man als Stichwort sagen. Die eine Frage geht in die Richtung, muss die Stadt Kassel die muslimische Kita zulassen, weil wir alle so tolerant sind? Das wäre die Gelegenheit für radikale Muslime, die Kinder schon früh zu beeinflussen. Und da passt die nächste auch ungefähr in die Richtung. Gefährlich ist es auch, wenn das Anne-Frank-Institut in Frankfurt am Main, und da, Susanne, wirst du sicher auch was dazu sagen können, und die BPB, also Bundeszentrale für politische Bildung, von in Anführungsstrichelchen mit Wölfen im Schafspelz infiltriert werden und solche Leute Lehrer fortbilden sollen. Wie kann man das ändern? Also der Einfluss in der Kita schon und dann auch in politischen Bildungseinrichtungen und auch Universitäten ist so das Thema. Ja gut, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist also eine muslimische Kita, die von einer radikalen Gruppe geführt wird. Das liegt so ein bisschen auf der Ebene auch von Moscheen, die radikal sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das zulassen muss. Da sind wieder meiner Meinung nach auf der Seite der nicht-muslimischen politischen Akteure oder der Verwaltungen, da werden die Fehler gemacht. Da glaubt man, dass man sich das irgendwie so wie so ein Schmuckstück ans Revers heften kann. Wir haben eine muslimische Kita, wir sind weltoffen. Es gibt ja viele von diesen vollkommen inhaltsleeren Begrifflichkeiten mittlerweile, die man sich so anheftet. Weltoffenheit gehört dazu, also völlig hirnrissig in diesem Zusammenhang von Weltoffenheit zu sprechen, aber das wird so gebraucht. Und das andere ist Unterwanderung. Ja? Unterwanderung und alle diese Organisationen des politischen Islam haben schon vor Jahren offen dazu aufgerufen, politische Parteien zu infiltrieren, in Schaltstellen reinzukommen. Klassisches Unterwanderungsprogramm. Und da sind sie jetzt auch drin. Ja? Das hat Erdogan doch auch gesagt, oder? Und die Muslimen. Das sagen die alle. Und, ja. Und dann fangen die an, sich da zu organisieren. Also nehmen wir mal beispielsweise die Arbeitsgruppe Muslime in der SPD. Wenn man sich mal anschaut, wer da drin ist, das sind alles diese Akteure des politischen Islam. Die haben sich da eine Bastion geschaffen und die agieren da auch. Und die haben auch Einfluss. Auch in der CDU gibt es so eine Gruppe. Also das sind solche Strategien. Und bei den Grünen gibt es das auch, ne? Bei den Grünen haben die auch Muslime bei den Grünen? Nee, aber... Doch, Arbeitskreis Muslime nennt sich das. Ah, okay, ja siehst du hat mal. Hat doch eine Gegengruppe gebildet, der säkularen Grünen. Hat lange gedauert. Genau. Der Arbeitskreis Muslime von den Grünen hatte mal einen offenen Brief gegen mich geschrieben, deshalb kann ich mich daran erinnern. Ah, okay. Ja, aber ich meine, das ist so ein klassisches Programm und Bildungseinrichtungen. Ja, selbstverständlich. Also wenn jetzt schon die Bildungsstätte Anne Frank gefallen ist, also ich muss sagen, diese ganzen Veranstaltungen zu Islamophobie, die da durchgeführt werden, also da frage ich mich ehrlich gesagt, was das soll. Du hast doch jetzt
bevor ich diesen Gedanken vergesse, wo du es erwähnst, du hast doch so ein Erlebnis gehabt an der Universität, dass du zum Thema Kopftuch auf dem Podium gesessen hast und man wollte diese Veranstaltung verhindern. Nee, ich habe nicht auf dem Podium gesessen, ich habe eine Konferenz veranstaltet. Ach, genau. Eine Konferenz. Der Anlass war, dass wir in Frankfurt im Museum für angewandte Kunst eine Ausstellung hatten, eine riesengroße Ausstellung. Ja. Contemporary Muslim Fashion. Und das da wurde Verschleierung und muslimische Kleidung als reine Mode gezeichnet. Und, ja. Und da habe ich gesagt, das geht ja wohl nicht. Und parallel hatte die Bildungsstätte Anne Frank kurz vorher einen Workshop, einen Ganztages-Workshop zum Thema Stigma Kopftuch. Ja? Also ja. Kopftuchträgerinnen sind die Diskriminierten. Dann macht das Museum eine Kopftücher sind einfach nur schick und cool. Und auch noch eine Konferenz hinterher, Kopftuch als Empowerment. Da habe ich gedacht, okay, das geht jetzt gar nicht. Ja? Also jetzt diskutieren wir mal kontrovers, durchaus kontrovers. Ja? Also nicht nur wie die beiden Veranstaltungen in eine Richtung, sondern ich hatte zwei Kopftuchträgerinnen eingeladen. Eine davon war die Kula Mariam Hübsch von der Ahmadiyya. Ich hatte aber auch Alice Schwarzer eingeladen und ich hatte unterschiedliche Referentinnen, eine Referentin und die anderen waren alle Frauen eingeladen, um über das Kopftuch zu sprechen. Theologisch, politisch, gesellschaftlich, soziologisch. Eine Lehrerin, die erzählt hat. Und im Vorfeld dieser Konferenz habe ich erfahren, dass es eine Gruppe gibt, die sich im Internet organisiert hat, angeblich als Studentin, nachher hat sich herausgestellt, da waren überhaupt keine Studenten dabei, die haben gefordert, dass ich aus der Universität entlassen werde wegen antimuslimischen Rassismus. So eine Konferenz dürfe ich als Nicht-Muslimin nicht durchführen. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Also ein Beispiel aber auch für die Situation, in der wir uns befinden. Ja. Wenn man an der Stelle, also ich würde ganz gern bei dem Beispiel bleiben, wenn man an der Stelle jetzt nachgibt, hat man verloren. Absolut. Also ich würde wieder was zu sagen. Formulieren, man muss das mit Gewalt meinetwegen, man muss es durchsetzen, weil hier wird eine Linie gezogen, die irreversibel ist. Und wir haben vergessen, Linien zu ziehen. Wir haben lauter Übergänge. Ich bin ein großer Freund von Passagen und Übergangszonen. Aber es gibt manchmal Punkte, an denen eine Linie gezogen wird. Und wenn das Rederecht in Deutschland in Frankreich über die Idee, nur die Idee, das Kopftuch auch anders zu sehen, zu reden, öffentlich zu reden, ja, es als Schmuck, als Accessoire, als eine Möglichkeit, sich zu verschönern und nicht zu verhässlichen, zu artikulieren. Das durchzusetzen kann auch eine Ermutigung sein für viele, die im Moment noch stumm sind. Aber wenn man sich in dem Moment natürlich die Schneid abkaufen lässt von einer kleinen organisierten Minorität, dann hat man verloren. Und wenn man dann einmal verloren hat, wird man nachstoßen natürlich. Weil man sieht, die sind schwach, die haben nichts dagegen zu setzen. Also ich meine, ich verteidige sozusagen einen radikalen Demokratismus. Das muss ich sagen, wenn das kein angenehmes Wort ist, aber es muss mit ein bisschen mehr Radikalität für das eigene Wertesystem gestritten werden. Und das markiert sich an solchen exemplarischen, in solchen exemplarischen Momenten und an solchen Stellen. Da müssen wir Farbe bekennen einfach und auch Grenzen ziehen, wenn wir das nicht schaffen. Es liegt ja nicht nur an einem selber, das ist natürlich auch so eine Sache. Ja. Also hätte die Universitätsleitung damals gesagt, das wird nicht durchgesetzt, also wird gestoppt von oben, dann hätte ich gar nichts machen können, glücklicherweise. Was hat sie gesagt? Hat die Universitätsleitung sofort gesagt, Wissenschaftsfreiheit ist das oberste Gut und deshalb findet die Veranstaltung statt. Und auch der AStA hatte damals gesagt, selbstverständlich ist das gut und richtig, dass so etwas diskutiert wird. Ja. So, da waren also die beiden wichtigsten Gruppen, die Studentenvertretung und die Universitätsleitung, dafür, dass die Veranstaltung stattfindet. Akademische Lehre ungestört stattfinden. Genau. Ja. Es ist die akademische Lehre. Ich stellte mir die Frage, was haben diese Menschen für ein Bewusstsein von akademischer
Freiheit und überhaupt von Demokratie. Also auch wenn hier sein Kommentar zur demokratischen Gesellschaft gehört, das Religion nicht, schreibt hier jemand. Also ich denke, das, was du gerade gesagt hast, radikaler Demokratismus, da würde ich mich dem anschließen. Also auch, es war ja nicht dein Ansinnen, das komplett abzuschaffen, sondern darüber zu diskutieren, dass Frauen Kopftücher tragen und was hat das für einen religiösen Hintergrund. Und die Kontroverse hast du ja auf deinem Podium gehabt. Also das ist gelebte Demokratie und nichts anderes. Wir haben gerade über politische Parteien gesprochen, die teilweise gerade vom politischen Islam auch teilweise infiltriert werden. Hier ist ein Kommentar dazu. Ist es denn nicht grundsätzlich zu begrüßen, wenn muslimische Menschen sich in demokratischen Parteien engagieren? Wie sollen sie denn sonst am demokratischen Prozess teilhaben? Natürlich müssen die Parteien darauf achten, dass die hiesigen Regeln und die innerparteiliche Demokratie beachtet werden. Ich kann mich deinen Beobachtungen, Susanne, anschließen, dass in den Parteien in allen, also ich kenne keine Partei, in der nicht vor allem der politische Islam eigentlich mehr Platz hat, also die Personen, die dort aktiv sind, entsprechende Positionen bekommen. Du hast vom Anne-Frank-Zentrum gesprochen, sogar hier in Berlin haben wir in verschiedenen Einrichtungen, ich will hier jetzt tatsächlich keine Namen nennen, um nicht noch mehr Unruhe oder in eine falsche Richtung zu gehen. Jedenfalls gibt es viele, viele Institutionen, die infiltriert werden. Marsch durch die Institutionen, das ist ja auch eine Ansage vom politischen Islam. Also ich höre das so ein bisschen als Kritik, dass wir kritisieren wiederum, dass bestimmte Menschen da sind. Wie könnte man das aufbrechen? Also es geht auch gar nicht darum, ob Muslime jetzt in Parteien gehen. Das tun sie sowieso. Genau. Und das ist auch richtig. Das sollen sie doch auch. Es geht ausschließlich um eine Strategie des politischen Islam. Und das muss man auseinanderhalten. Ja. Dass Muslime in Parteien sind, ist wunderbar. Die sollen auch in allen anderen Gremien, Orten sein in dieser Welt, auch in Deutschland. Aber wenn sich Akteure, die eine spezielle Agenda haben, gezielt irgendwo hineinsetzen und dann diese Agenda, und das ist ja letztendlich das Fatale, diese Agenda von anderen übernommen wird, die dann sozusagen als Multiplikatoren wirken. Und das ist das Problem. Ich meine auch Bildungseinrichtungen wie die Anne Frank, da wird eine Agenda, nämlich dass Islamophobie und antimuslimischer Rassismus tatsächlich ein Problem sein und dann auch gleich mit der Lesart kritische Perspektive ist antimuslimischer Rassismus, der wird ja nun von Menschen vertreten, die überhaupt keine Muslime sind. Das ist ja das Spannende und Interessante, dass mir als liberaler Muslimin zum Beispiel unterstellt wird, was bin ich, antimuslimisch, rassistisch und islamophob, genau. Also ich kann mich mit den Begrifflichkeiten immer noch nicht so ganz gut aus und kann mich da auch noch nicht wiederfinden. Nun, müsste statt des Begriffs politischer Islam nicht von politische Macht anstrebender Islam gesprochen werden, sehr sperriger Begriff. Kardinal Marx hat sich doch auch oft politisch zu Wort gemeldet, aber er hat nicht angestrebt, das Grundgesetz durch den Katharismus zu ersetzen und alle Andersgläubigen zu Menschen zweiter Klasse zu degradieren. Klammer auf, natürlich auch, weil der Katharismus das nicht vorschreibt. Na klar. Es geht ja nicht, ich glaube, wir alle reden nicht gegen Politisierung. Das Private ist politisch. Von wem auch immer. Wir sprechen für politisierte Wesen und Bürger natürlich, das gehört ja zu demokratischen Selbstverständnis. Es geht darum, dass Politik in unserem Verständnis immer ein Streit um Meinungen unterschiedlicher Couleur sein muss, nicht nur darf, sondern sein muss, dass er also den anderen zu Wort kommen lässt, nicht nur als Hindernis, das man infiltrieren oder überwinden muss, sondern als Gegenspieler ernst nehmen muss. Und da möchte ich nochmal, wenn das meine einzige Kompetenz zum Dialog zurückzukehren, es scheint mir da ein gravierendes Missverständnis zugrunde zu liegen. Dialog heißt nicht, dass man sich mehr oder weniger klapprig verständigt und einen harmonischen Schmusekurs findet und Konflikte vermeidet. Dialog heißt, einen Konflikt radikal, konsequent und bis zum Ende auszutragen und dies unter der Prämisse, dass sich beide Dialogpartner im Verlauf des Prozesses verändern können. Verändern. Der Dialog schafft wesentlich anders, das hat schon Martin Buber wunderbar gesagt, anders aus dem Dialog herauskommen, als sie reingegangen sind.
Das ist eigentlich ein wunderbarer Prozess. Das ist der Prozess, den man anstreben sollte, den vielleicht schon Goethe angestrebt hat und eben Rusch sowieso und diese ganze große Galerie von Gelehrten und Vordenkern und dessen, deren Erbe wir noch verpflichtet sind. Das ist ein sehr schwieriger Weg, sagt sich auch leicht, sehr viel schwerer, als es sich tut. Denn du musst im Grunde Abstand nehmen von allen, die nicht diesen Weg zu gehen bereit sind. Die sind verloren für diesen Versuch. Die sind auch nicht interessiert an diesem Versuch. Aber diejenigen zu sammeln, die ein Sensorium haben für ihre eigene Beweglichkeit, für ihre Verwandlungsfähigkeit unter völlig neuen und anderen Umständen, die zu ermutigen und zu sammeln und in diesen Dialog mit einzubeziehen, das würde mich mehr interessieren als Menschen, die schon gebunden sind und im Grunde nur mit Strategien, Listen und Tricks arbeiten, zu dekouvrieren. Das kann man auch, aber es verschleißt unheimlich viel Kräfte und führt nie zu einem wirklichen Sieg, denn man kann ja den Nachweis letzten Endes sehr schwer führen und landet immer in einer juristischen Pattsituation. Aber die anderen zu sammeln, zu mobilisieren, zum Sprechen zu bringen, mit ihnen zu sprechen, da gibt es ja auch viele didaktische Projekte, pädagogische Projekte, das scheint mir schon ein wichtiger Weg. Die Frage ist doch immer am Ende, wie beeinflusst das unser Zusammenleben und was wäre für unser Zusammenleben und für das bessere Zusammenleben eigentlich doch wünschenswerter? Jürgen, du schreibst ja auch in deinem Buch Europa, eine Geschichte seiner Kulturen, wie sehr auch Europa in Widersprüchlichkeiten auch immer wieder gesteckt hat und wie Europa immer auch ein Flickenteppich war. Also dieser Begriff Flickenteppich war immer wieder in unsere, genau, ist es immer noch. Und das war in unseren Gesprächen auch immer etwas Positives. Wir haben den Begriff Flickenteppich ja nicht als was Negatives wahrgenommen. Und Susanne, anhand deiner Reaktion sehe ich das auch. Das ist nach wie vor ein Flickenteppich, auch im positiven Sinne. Warum müssen wir da hier eine Einheitlichkeit schaffen? Ich glaube, es viele, viele Menschen, die den politischen Islam unterstützen und verteidigen oder auch daherkommen, die wollen eben gerade nicht dieses Bunte, diese Vielfalt und die Diversität, obwohl die angeblichen linken Studenten, die dich attackiert haben, Susanne, ja, die ja meinen, sie kommen aus der diversen Ecke, sie sind selbst überhaupt nicht divers. Sie wollen, dass Menschen äußerlich und innerlich identisch sind. Mhm. Ja, das ist sehr erschreckend. Und all das, warum sprechen wir überhaupt heute auch jetzt hier wieder über den politischen Islam, macht ja was mit unserer Gesellschaft. Und da passen zwei Fragen, die in die Richtung gehen, wo ich auch gerne hingehen würde. Befördert nicht gerade das große Verständnis für muslimischen Fundamentalismus den Rechtsruck in Deutschland? Und das nächste wäre, wie stehen die Diskutanten denn zu der Einführung von Muezzinruf, die gerade auch in der Corona-Zeit örtlich deutschlandweit zu hören waren, also und auch teilweise an verschiedenen Orten jetzt etabliert werden. Das habt ihr sicher mitbekommen. Was macht das mit dem Rest der Gesellschaft, wenn hier an einer kritischen Stelle sogenannte Toleranz geübt wird? Der Rechtsruck. Ja, selbstverständlich. Das ist, also da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Der Rechtsruck hat auch etwas mit dem politischen Islam zu tun und auch mit ich kurz dazwischen sagen darf, auch. Denn, er ist genauso gut antisemitisch und antifeministisch. Aber auch etwas damit zu tun, weil das sozusagen so was Spiegelbildliches ist. Interessanterweise sind ja die Akteure des politischen Islam und der politischen Rechten sich in vielerlei Hinsicht außerordentlich ähnlich. Nicht nur der Antisemitismus vereint sie, sondern das Identitäre ja auch. Ja, das sind ja beides identitäre Bewegungen, die andere sehr exklusiv nur für eine bestimmte Gruppe sprechen, auch exkommunizieren sofort. Man kann auch exkommunizieren in einer weltlichen Bewegung. Und also da gibt es eine große Ähnlichkeit. Ja, und dann, klar, diese Frage des Muezzins, das waren natürlich auch, ich sag mal so, das waren logischerweise Chancen für bestimmte Leute zu sagen, oh, jetzt können wir schon nicht in die Moscheen, jetzt wollen wir wenigstens den Asan-Ruf hören. Und jeder weiß, dass die das nicht wieder zurücknehmen wollen, auch wenn sie wieder in die Moschee gehen können. Das gleiche Argument von Ayman Masjek,
oh, die Muslime können jetzt nicht mehr ihre Moscheen unterhalten, weil das Geld jetzt fehlt. Nur während des Freitagsgebets wird gesammelt. Das ist natürlich vollkommener Unfug. Aber da wollte man auch dann gerne an die staatlichen Finanzfründe ran. Und das sind diese kleinen Schritte. Man möchte, ist ja klar, worauf das hinausläuft. Man möchte mehr Moscheen, man möchte mehr Präsenz haben, man möchte, dass der Ruf zum Islam, Gott ist der Größte, Allah ist der Größte, hier überall erschallt. Das hat schon Hassan al-Banna gesagt, dass ihn das freuen würde, wenn das bis zum letzten Winkel der Welt so wäre. Und das kommt bei viele, die sagen, ja, warum sollen die Muslime das nicht dürfen? Ist ja auch schrecklich, dass sie jetzt nicht beten können. Verstehen nicht, dass es eben auch was Strategisches hat. Hätte es nichts Strategisches, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber es hat etwas Strategisches. Ja, in Spanien haben Muslime gefeiert, dass nach 500 Jahren endlich wieder der Ezan zu hören ist und hatten wieder Eroberungsfantasien. Also es gilt bestimmt nicht für alle, aber auch in Berlin gab es einen Aufstand. Also keinen Aufstand. Es gab eine Situation, dass 300 Muslime vor der Moschee, der Begegnungsstätte in Neukölln waren. Und man sieht Videos, wie sie das filmen. Also ich möchte das auch eher so kommentieren, dass ich die Reaktion von sehr, sehr vielen Muslimen eher negativ wahrgenommen habe. In den sozialen Medien wurde das gefeiert, als jetzt haben wir es geschafft, und nicht friedlich tatsächlich oder als Geste des Landes, eines christlichen Landes, in dem man sich befindet, sondern eher als Übernahmefantasien, leider Gottes. Und deshalb bin ich da eigentlich eher dagegen. Jürgen, du wolltest was dazu sagen. Ja, ich finde schon, dass es ein gutes Beispiel ist, an dem man jetzt mal hier ganz offen diskutieren kann, wie man damit umgeht. Natürlich neigt man spontan jetzt auch zu dem, was gesagt wurde, das als strategisches Zeichen zu deuten und eher abwehren zu wollen. Andererseits, ich erinnere mich, es gibt viele Beschreibungen von Sarajevo, von Bosnien, das gerade dadurch sich auszeichnete, dass die Zeichen von drei religiösen Kulturen gegeneinander, miteinander, leicht zeitversetzt im akustischen Raum standen. Es ist ja per se eigentlich was Interessantes, dass Kulturen und ihre Zeichen sich vermischen und sich begegnen können. Gibt es keine Möglichkeit, das ein bisschen zu entideologisieren? Muss man das in den Händen der Hardliner belassen, die das gleich als Siegeszeichen oder Siegesnachweis interpretieren? Kann ein ästhetisches Zeichen nicht mal ein ästhetisches Zeichen bleiben? Schluss. Kann man nicht die Schönheit für sich mal wirken lassen, einen Klang wirken lassen oder ablösen von seinem ganzen Bedeutungsfeld? Ich weiß, das ist unglaublich hypothetisch, vielleicht sogar akademisch und schwierig zu beantworten, aber ich wehre mich ein bisschen dagegen, alle Klänge, alle Farben, alle Symbole, alle Zeichen immer nur einer Seite zu Besitz zu geben, sie das verwalten zu lassen, sie das definieren zu lassen. Also geht mir irgendwie um einen Kampf im Raum der Lufthoheit der Symbole. Ja, ich verstehe das. Und deshalb habe ich auch gesagt, grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, aber ich befürchte, dass das genau wieder so ein Schachzug ist. Und wenn du Seran sagst, das wurde auch noch entsprechend gefeiert, ja, dann hätte ich einfach Bedenken, dass man es... Wie soll man es wieder auf die ästhetische Ebene kriegen, wenn es doch eine politische gibt? Wer soll das denn machen? Und mit welchen Instrumenten? Kommen wir ganz zum Schluss auf eine Gretchenfrage sozusagen der ganzen Diskussion. Wer soll es machen und wie? Und da gibt es im Grunde nur einen Akteur, und das ist nun mal der Staat, und zwar in dem Fall der Deutsche oder das jeweilige Land. Es muss im Kleinen unten geregelt werden und es muss diskursiv erörtert werden, und es ist schmerzhaft, langwierig, komplex. Und es wird wahrscheinlich nicht zu schnellen Einigungen kommen, sondern zu einem Flickenteppich, wieder an Reaktionsmustern. Das ist unser Weg. Ist ein komplizierter und nicht vereinfachender Weg. Da werden wieder welche mosern und sagen, ja, warum können die nicht mal da eine eindeutige Entscheidung fällen, aber es gibt in dem Fall eben keine eindeutigen
Entscheidungen. Und die Literatur hat immer gezeigt, die Ambivalenz solcher Situationen, in der die Personen stehen, die Anschauungen stehen, die Meinungen stehen und streiten. Mit anderen Worten, auch wenn mal, jetzt glaube ich sogar, die biedere Stadt Reutlingen spielt schon mit dem Gedanken, Muezzin-Rufe klingen zu lassen. Wenn das mal passiert, also wenn man es verbietet, ist es schlimm, weil dann staut es Ressentiments auf. Wenn man es erlaubt, ist es problematisch, weil es ein neues Zeichen setzt. Wir können nicht anders, als uns zu der Situation bekennen, die mittlerweile eingetreten ist, und müssen dann darüber sehr, sehr viel reden, diskutieren, uns ein Palaver machen mit den Gruppen in aller Offenheit und Deutlichkeit, und dann wird sich eine Lösung ganz pragmatisch einstellen. Aber wir können das, glaube ich, nicht dekretieren. Offen ist mein Stichwort. Wir haben 10 offene Fragen noch und 20.20 Uhr. Ich würde gerne ein paar Fragen zusammenfassen, und vor allem habe ich hier eine Teenagerin, eine junge Frau, einen jungen Mann, genau, eine junge Frau. Guten Abend, und gerade diesen jungen Menschen würde ich gerne jetzt zu Wort kommen lassen. Guten Abend, ich bin 17 Jahre alt und bekomme deswegen gerade in meiner Altersgruppe viel von dem Trend, in Anführungsstrichelchen, mit, dass man andere Menschen in Allmanns, was einen negativen Touch hat, also Deutsche, und in das positive Pendant Bratan einteilt. Auch Begriffe wie Walla etablieren sich in die deutsche Sprache und werden auch von vielen deutschen Jugendlichen immer mehr gebraucht. Ich frage mich immer, welchen Effekt oder welchen Einfluss der Islam, Klammer auf, nicht-muslimische Jugendliche, und auch auf unsere Sprache hat und ob es sogar heutzutage ein Trend ist, muslimisch zu sein. Ein junger Mensch, der sich mit 17 Jahren mit diesen Dingen beschäftigt. Wo standen wir, als wir 17 waren, und wo war die Gesellschaft? Naja, ein Trend ist das, was als widerständig gilt, als unangepasst gilt, und dadurch kann man natürlich schon als Muslim auch punkten, indem man Front macht gegen die Gesellschaft, gegen die Almans, gegen die Kartoffeln. Und da, wenn man Zuspruch bekommt, also siegreich zu sein, ist natürlich auch immer was sehr Attraktives, wenn eine Gruppe gerade natürlich mit ihren Ideen sich durchsetzen kann. Also von daher, klar, sehe ich schon, dass es auch ein attraktives Modell ist. Auch der Machismo, das hat man auch schon vor Jahren miterlebt, dass sich so ein bestimmter Machismo, der auch zum Teil religiös noch unterlegt wird, dass der sich auch verbreitet bei Menschen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, weder von der Herkunft noch von der Religion, weil es einfach als cool gilt. Hm. Ja. Und es ist schon merkwürdig, wenn ich das nun sagen darf, dass es offenbar nicht als attraktiv gilt und nicht als cool gilt, Experimente dazwischen zu machen. Also früher war, vor 10 Jahren, noch vor 15 Jahren, war noch alles Transkulturelle interessant und spannend. Ja, auch jetzt noch ist es zum Teil eine wichtiger Bestandteil der Kultur. Transkulturelles, interkulturelles, Begegnungen zwischen verschiedenen Überschneidungen, Überblendungen, Flickenteppiche. Und offenbar hat das an Attraktivität massiv verloren, dieses Angebot. Und das macht natürlich ein bisschen hilflos. Weil die große Botschaft des Westens, vereinfacht gesagt, war eben dieser kulturelle Mix zwischen Hexenkessel und Melting Pot, viele Möglichkeiten zu öffnen, dem Individuum viele Möglichkeiten anzubieten. Und diesem Konzept scheint die Attraktivität massiv verloren gegangen zu sein. Zum Muezzin-Ruf habe ich hier zwei Anmerkungen bzw. Fragen, und die will ich zusammenfassen. Mir völlig unverständlich ist auch, dass ausgerechnet die FDP in Krefeld beantragte, dass der Muezzin-Ruf auf Dauer bleiben kann. Wie kann man sich denn da die Motivation erklären? Und der nächste Kommentar ist etwas härter und sehr strenger. Dem Geschrei, ich lese das hier frei vor, weil ich nicht zensieren will, dem Geschrei des Muezzins etwas klangvoll Schönes zuzuschreiben. Wie soll denn das gelingen? Also mein Einwurf, wir haben auch eine Muezzinin, die bei uns ruft, und das ist sehr, sehr schön. Also ich lese es trotzdem
weil ich hier nicht zensieren will. Das ist genauso unmöglich, wie dem Ruf Heil Hitler einfach nur den Charakter eines Gesundheitswunsches zuzuschreiben, befürchte ich. Allahu Akbar rufen eben auch die Selbstmordattentäter, bevor sie den Sprengstoffgürtel zünden. Da wird die Umdeutung schwierig. Und weil wir eben hier kontrovers im Dialog sind, hat auch diese Anmerkung auf Frage ihre Berechtigung. Ja, bitte. Ja, also der Asan kann, ich habe den schon gehört, den fand ich wunderschön, ich habe ihn schon gehört aus schlechten Lautsprechern von jemand, der nicht richtig singen konnte. Genau. Aber das ist ja eine ästhetische Frage und die müssen wir auch gar nicht beantworten jetzt. Was viel wichtiger ist, ist vielleicht gerade die Ambivalenz der Botschaft, Allahu Akbar, auf der einen Seite. Es kann etwas absolut Dominantes und Intolerantes haben, nur unserer Gott. Es kann auch einfach, ich habe mir auch sagen lassen, es heißt nicht Gott ist groß, sondern Gott ist größer. Es kann etwas Spirituelles haben, was überhaupt keine andere Botschaft hat. Man muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, das ist richtig, dass Selbstmordattentäter das auch rufen. Aber das wäre mal eine echt spannende Auseinandersetzung mit Muslimen, unter Muslimen. Also in welcher Weise kann man da mit diesem doch absolut symbolbeladenen Ruf, welche Bedeutung hat der und welche Bedeutungen und wie kann man damit zurechtkommen? Letztendlich. Also das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das ist genauso wichtig wie die Auseinandersetzung mit bestimmten Koranversen oder mit bestimmten Hadithen. Also das hätte ich mir eigentlich auch erwartet, dass das viel stärker an den islamischen Lehrstühlen läuft, die wir hier an der Universität haben. Also es war zumindest mal meine Hoffnung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Projekt. Nicht umsonst ist das ja auch bei den christlichen Kirchen so gewesen, dass man quasi aus der Theologie heraus, natürlich auch unter dem Druck der Gesellschaft, sich auseinandergesetzt hat mit diesen ganzen problematischen Sachen und dann da auch Änderungen stattgefunden haben. Also Zweites Vatikanisches Konzil beispielsweise. Davor war es auch alles ziemlich dunkel. Genau. So. Und die erste Frage jetzt, warum die FDP, nun keine Partei ist gefeit davor, in irgendwelchen, weiß ich nicht, Toleranz Gefühl, das Falsche zu tun. Ja. Also, ich fasse jetzt jeweils zwei Fragen zusammen, weil wir noch 8 offen haben und es 20.27 Uhr ist und Susanne hat heute schon so viele Stunden am PC verbracht, weil sie gerade als Lehrende das alles vor dem PC machen muss. Wer könnte die unorganisierten Muslime repräsentieren? Wie könnte diese Mehrheit ein Gesprächspartner des Staates werden? In den liberalen Strömungen finden sie sich ja auch nicht ohne weiteres ein. Ja. Liberalen Strömungen finden. Ja, also wer könnte das sein? Das ist eine schwierige Frage. Und die zweite wäre, wie viele Muslime glauben? Viele Muslime glauben, dass der Koran im heiligen Monat Ramadan gesendet worden sein soll. Aber er entstand doch im Laufe von mehreren Jahren, circa 20, zu Mohammeds Zeiten. Was ist denn nun richtig? Und warum fasten aufgeklärte Muslime so ungesund? Besser wäre es, tagsüber zu trinken und abends wenig zu essen. Genau, das wäre ja was du gesagt hast, was man an Universitäten vielleicht mal diskutieren sollte. Solche Fragen bekomme ich auch. Muslime sich darüber Gedanken machen. Bitte, Susanne. Gibt es selten dazu mal irgendwelche begründeten Meinungen? Also du hast dich dazu geäußert, Mohanad Kochid äußert sich dazu und dann hört es auch schon auf. Ja. Schade, ja. Aber ich glaube, solche Dinge müssen eigentlich diskutiert werden. Das würde genau auch zu Dialog gehören, genau sowas zu besprechen und nicht einfach nur Tee zu trinken und sich die Agenda vorschreiben zu lassen und zu sagen, was machen wir jetzt gegen Islamophobie? Schrecklicher Begriff, ja.
Darüber werden wir übrigens nächste Woche mit Heiko Heine sprechen. Das wollte ich am Ende ankündigen. Genau, der Islamophobie-Report, in dem du ja auch vorkommst und ich vorkomme. Also, was macht die Forschung mit diesen Begrifflichkeiten? Darüber sprechen wir nächste Woche. Wirklich sehr gut, ja. Aber die liberalen Muslime, die nicht organisierten Muslime, das ist so die Quadratur des Kreises. Die nicht organisierten sind deshalb nicht organisiert, weil sie nicht organisiert sind. Und wie kann man organisieren? So, das gebe ich an dich zurück. Ja, genau. Ja, da kann ich nur sagen, wir bemühen uns sehr, sehr stark. Und Susanne ist ja mit auch Initiatorin der Initiative Säkularer Islam, damit wir auch in der Islamkonferenz eine Stimme haben. Also wir machen da weiter. Es gibt hier einen Kommentar, den wollte ich nämlich bis zum Ende aufheben, aber der passt jetzt hier nämlich am besten. Wir geben nicht auf, auch die Nicht-Organisierten in eine gewisse Organisationsform zu kommen und ein anderes Gesicht zu zeigen. Liebe Susanne, ich war letzte Woche im Dialog mit Ahmad Mansour, da hat uns die Zuschauerin zugehört, da ging es um islamischen Antisemitismus und gestern im Webinar mit Frau Schröter der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und nun heute hier, je länger ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr verliere ich die Hoffnung. Für einen solchen Austausch braucht es Zeit, Offenheit und eine intellektuelle Auffassungsgabe. Zudem muss man aushalten können, dass die Welt grau ist und nicht schwarz-weiß. Die Muslime, mit denen ich arbeite, suchen nach schnellem Halt und klaren Leitplanken. Das passt nicht zusammen. Wie schaffen Sie es, Frau Schröter, sich immer wieder zu motivieren, den Dialog zu suchen und die Hoffnung nicht aufzugeben? Das geht ganz sicher auch an Jürgen, der auch immer wieder den Dialog sucht. Welchem intelligenten Menschen kam die Frage? Das kam von einer Zuschauerin, die sagte... Sehr klug gesagt, alles gut zusammengefasst. Ja, genau, wunderbar, zusammengefasst. Ne? Ja. Dann nützt nur ein, dass man sich mit netten Menschen umgibt. Genau, wunderbar. Siehst du, ein netter Mensch, der uns zugehört hat und da ist die Antwort, nur wenn wir nicht aufgeben und weitermachen, ändern wir auch was daran. Ich habe hier eine Frage. So viele politische Muslime sind gegen Israel, obwohl der Koran auf Sure 7,137 Israel bestätigt. Warum ist das so? Ich würde mich hier an der Stelle bei Ihnen entschuldigen und Sie bitten, unser Video vielleicht zu schauen. Wir haben über islamischen Antisemitismus gesprochen und heute ist der politische Islam. Wenn wir jetzt noch zum Thema Antisemitismus und Israel kommen, glaube ich, wird das jetzt hier ausufern. Das teilt ihr mit mir die Ansicht. Ja. Wie könnte man denn die christlichen Bischöfe mit ins Boot bekommen, sich auch kritisch mit dem politischen Islam zu beschäftigen? Haben die Angst, als Islamophobe stigmatisiert und in die rechte Ecke geschoben zu werden? Bei der Beantwortung der Frage würde ich dich, Susanne, bitten, nochmal vielleicht Ross und Reiter zu nennen. Also mit die Agenda der Muslimbrüder. Also ich glaube, vielleicht vielen Zuschauern ist noch nicht klar, das ist ja keine Organisation. Also richtig, das ist schon das Problem. Also das ist bei den Muslimbrüdern das Problem, dass jeder Einzelne von ihnen sagen würde, nein, die gibt es gar nicht in Deutschland. Und wir sind es auch nicht so. Und dann ist man letztendlich, und sie klagen sofort, sobald man sagt, ihr seid doch oder ihr gehört doch dazu. Ist man so ein bisschen auf den Verfassungsschutz angewiesen, sobald der Verfassungsschutz gesagt hat, ja, die gehören dazu, darf man das sagen, ohne dass geklagt wird. Das ist echt eine schwierige Geschichte. Aber jetzt nochmal zu den Bischöfen und zur Kirche. Da gibt es, also die ist durchaus heterogen. Ich habe schon wirklich auch mit Menschen aus Kirchen zusammengearbeitet, die sehr, sehr kritisch sind und die einen klaren Blick haben. Und andere machen es nicht. Ein Problem ist, dass die Dialogbeauftragten der Kirchen genau davon leben, dass sie mit den Akteuren des politischen Islam Kaffee trinken und mit denen den Dialog führen. Und man wundert sich immer, warum aus der Ecke der politische Islam verteidigt wird. Aber, muss man ganz ehrlich sagen, da hängen Stellen dran, ja? Die sind auf, das ist ihr Job und dafür werden sie bezahlt. Und wenn man jetzt sagt, lass das mal, dann haben die keine Stelle mehr. Also, ich glaube, manche Dinge sind ganz einfach. Ganz pragmatisch. Und hier habe ich noch zum Gebetsruf einen guten Einwand und Einwurf. Ist das Problem mit dem Gebetsruf nicht, dass es sich um
im Gegensatz zum Glockenläuten um eine verbale Botschaft handelt, eine religiöse Botschaft, die in den öffentlichen Raum getragen wird und den alle hören müssen, auch die Nicht- und Andersgläubigen. Ich möchte auch nicht dazu genötigt werden, mir täglich politische Botschaften im öffentlichen Raum anzuhören. Nur eine ganz kurze Anmerkung von mir. Es gab in Istanbul Zeiten, in denen tatsächlich drei Gotteshäuser nebeneinander existieren konnten, Glocken läuten und Muezzinruf unproblematisch war. Davon sprachst du, Jürgen, aber das ist ein Einwand, den wir hier gerade hören, der durchaus in die Debatte einzuwerfen ist. Es ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft, so ist das. Und deshalb hinkt der Vergleich natürlich auch ein bisschen. Ja. Deshalb sind im Prinzip die Muslime gefordert, das mal so zurechtzurücken. Was ist denn jetzt bitte damit gemeint? Also ne, es ist ja nicht einfach nonverbal Glockengeläut, sondern da ist eine verbale Botschaft. Ja, das ist wichtig. Auf HR Info wurde heute die neue Kriminalstatistik erwähnt. Der zunehmende Rechtsradikalismus wurde erwähnt. Kann es sein, dass komplett unterschlagen wird, dass diese Zunahme auch auf muslimischen Antisemitismus zurückzuführen ist? Ist das politisch gewollt? Ja, die Kriminalstatistiken. Was kann man dazu sagen? Naja, die Frage hatten wir ja schon so ein bisschen. Ja. Wie weit befeuern sich so zwei extremistische Bereiche? Genau. Es sind sicher nur ca. 15% der Muslime in fundamentalistischen Organisationen des politischen Islam organisiert. Aber ich habe den Islam-Report von Herrn Schreiber so verstanden, dass 98% der Imame dieser Richtung angehören. Frau Schröter, sehen Sie das anders? Wie viel Prozent der Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund gehen regelmäßig in diese Moscheen und wie viele davon lassen sich dadurch in ihrem Wertesystem beeinflussen? Naja, erstens hat Herr Schreiber nur eine ganz überschaubare Zahl von Moscheen besucht. Und auch nach dem Schneeballsystem, also hat er nicht ausgewählt, wen er besucht hat und hat dann die Predigten übersetzt und da war schon vieles sehr schräg, muss man wirklich sagen. Aber das ist keine quantitative Erhebung, die er gemacht hat, sondern er hat Stichproben quasi rausgegriffen. Und das muss schon zu denken geben, diese Stichproben, ganz sicher. Aber wir haben da keine quantifizierbaren Daten. Das muss man ganz klar sagen. Und nicht jeder Mensch, der in eine DITIB-Moschee geht, um Freitags zu beten, kauft das gesamte ideologische Paket mit. Yes. Sondern manchmal geht er nur in die Moschee, weil sie da ist. Weil sie um die Ecke geht. Danke, Susanne. Das war wirklich wichtig. Das würde ich auch gerne unterstreichen. Und auch wenn es eine Salafisten-Moschee ist, ausdrücklich auch vom Verfassungsschutz auch beobachtet, wirklich, das kann ich aus eigener Erfahrung aus vielen, vielen bekannten Kreisen sagen. Danke, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Mein Vater ist in Moscheen gegangen und ist dann nur zum Gebet, wollte die Predigt nicht hören. Und ich höre von muslimischen Männern, die sagen, ich warte extra, dass die Predigt vorbei ist, dass ich nur zum Gebet reingehe, weil ich das nicht hören will. Und also deshalb bitte nicht alle gleich unter Verdacht stellen. Ich habe hier jetzt noch zwei Anmerkungen, Fragen nur noch, und zwar von einem Zuschauer tatsächlich. Ist es, gibt es nicht doch auch Unterschiede zwischen den Religionen, wenn man betrachtet, dass Mohammed auch ein weltlicher Herrscher war, während Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt? Wenn beide Religionen zurück zu den Wurzeln gehen, ergibt sich daraus eine Art von Fundamentalismus, oder? Und weiter, Parteien brauchen Wähler. Immer mehr Muslime bekommen einen deutschen Pass und damit Wahlrecht in Deutschland. Aktuell gibt es unter den Muslimen eher den Trend hin zu einem mehr fundamentalistischen Islam. Ist es da nicht alternativlos, dass die Parteien ihre Programme anpassen, um auch für Muslime wählbar zu sein? Wenn sie das nicht tun, werden die muslimischen Parteien erstarken und dann muss man diese Annäherung an islamische Werte statt im eigenen Programm im Rahmen der Koalitionsverhandlungen erfolgen. Oder gäbe es Alternativen zu dieser Entwicklung? Ja. Naja, also ich sage mal so, alle Menschen, die hier wahlberechtigt sind, egal welche Religion sie haben, dürfen wählen. Und die wählen, also nicht alle wählen, aber die wählen, wählen irgendeine dieser Parteien. Und bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob es ein großes Bedürfnis gäbe nach einer muslimischen Partei. Es gab da mal ein paar Ansätze, sowohl
regional, also bei uns in Offenbach im Rhein-Main-Gebiet, da gab es mal eine. In NRW, da gibt es die Big-Partei. Aber die haben alle keinen nennbaren Erfolg, das muss man ganz, ganz klar sagen. Also die Frage der muslimischen Partei, die stellt sich überhaupt nicht bei uns im Moment. Ich sehe mit Sorge, dass die Muslimbrüder, der politische Islam noch mal mehr aktuell als die Salafisten. Also nicht, dass ich da jetzt Salafisten verharmlosen möchte und andere Strömungen, aber teilst du meine Meinung, dass gerade die Muslimbrüder am Vormarsch sind, aus Frankreich kommend und in Brüssel sich auch so breit gemacht haben? Und somit haben wir auch gleich einen Übergang zu unserem Webinar nächste Woche, wo wir über den bei dem wir über den Islamophobie-Report sprechen werden. Susanne, trotzdem abschließend von mir an dich und auch an Jürgen die Frage, was macht das Ganze mit unserem Europa und der Vorstellung von dem Gerüst auch des Flicken, das diesen Flickenteppich zusammenhält, das Gerüst der Menschenrechte und unserer Vorstellungen. Warum ist Brüssel da in diesem Punkt auch so anfällig? Ich finde es echt schwierig. Also auf der einen Seite wissen wir alle, dass das hat was mit Organisationen zu tun, dass die Organisationen des politischen Islam in Brüssel sind. Ja, also wer gut organisiert ist, hat auch viel Einfluss, so ist das. Und die Leute, die wenig organisiert sind, aber bestens integriert sind, haben weniger Einfluss. So, außer sie sind in einer politischen Partei. Das ist die eine Sache. Aber ich sag mal so, Europa hat vieles zu verteidigen. Und viele wissen das noch gar nicht. Mhm. Wir sind im Moment in einer Zeit, die ist schwierig. Wir haben einen wirklich aufstrebenden Rechtsextremismus. Jetzt in Deutschland noch viel weniger als in anderen Ländern. Also in Frankreich muss man tatsächlich befürchten, dass die nächste Regierung stellen können. Eventuell. Ja? Das ist das eine. Und wir haben einen politischen Islam, der immer stärker werden wird. Also in Frankreich beispielsweise, da gibt es ja schon, wissen wir, nach einer letzten Studie von Bernard Rogier, da gibt es 150 Territorien im urbanen Raum, in die geht noch nicht mehr die Polizei. Da werden die Kinder nicht mehr in Schulen geschickt, sondern nur noch in islamische Schulen. Ja. Das ist sozusagen schon komplett verloren. Und das sind Entwicklungen, die wollen wir nun definitiv nicht in anderen Ländern auch noch so haben. Und die Franzosen müssen eigentlich unterstützt werden, wenn sie das wirklich angehen wollen, dass sich das wieder irgendwie normalisiert. Also die zwei Sachen sehe ich, den politischen Islam, den Rechtsradikalismus und natürlich auch Flickenteppich, ja, vielfältige Uneinigkeit. Vielleicht sollte man bei allem Sympathischen, was so viel Heterogenität auch bedeutet, sollte man mal schauen, was ist eigentlich das Wichtige, was Europa ausmacht. Ja. Und vielleicht muss man auch bestimmte Dinge klarerweise in die Schranken weisen. Und das wäre sehr, sehr schön, da würde ich mich sehr freuen, wenn das auch mal von Brüssel käme. Jürgen. Ja, auf die Gefahr hin, nochmal da als akademischer Macho aufzutreten, wie, glaube ich, in irgendeinem Subkommentar kurz aufgeflammt ist, kann ich meine Stimme doch nicht ganz dem zuliebe zurücknehmen. Also ich sehe dich nicht als Macho. Es ist halt kurz aufgeflammt. Ja. Ist egal, also ich möchte auch auf die Nerven gehen, das wird mich gar nicht stören. Ich würde ihr recht geben, Susanne Schröter, dass wir doch, auch wenn der Begriff ein bisschen ausgetreten erscheint, dem Primat der Menschenrechte in dieser jetzt Kampfsituation mit voller Kraft beistehen sollten und ihn verteidigen sollten. Ja. Es ist jetzt nicht die Stunde der Relativisten. Ja. Es ist jetzt auch nicht die Stunde, gegen meine eigene Überzeugung zum Teil zu sagen, ja, die Menschenrechte sind ja auch nur ein westliches Konstrukt, bla bla bla. Das kann man alles auch mal tun. Aber jetzt ist die Stunde, diese Menschenrechte und Europa als Paket zu sehen und offensiv zu verteidigen. Mehr möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also, wir haben hier einen Chat und in diesem Chat hat gerade jemand geschrieben, dass Jürgen ein Macho wäre.
Ich finde, wir wollen hier einen offenen und kritischen und kontroversen Dialog führen. Das Angebot an Sie, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ist eben auch, dass Sie sich beteiligen. Aber bitte eben mit einem entsprechenden Respekt und auch, dass Sie vielleicht geduldig sind und zuhören und nicht sofort werten. Ich habe das ganz bewusst da erstmal stehen lassen und habe gewartet. Ich wollte das eh am Ende jetzt hier erwähnen. Also mein lieber Freund Jürgen Wertheimer ist so weit entfernt von Macho sein, und das sage ich als überzeugte Feministin, sodass ich mit ihm sehr, sehr gerne diese Reihe Webinare und den Dialog führe. Das war ein Kompliment. Also in ja, aber du für dich wäre es ja, meinst du, ein Kompliment, endlich kann ich Macho sein. Was? Wir hatten ja dauernd doch jetzt von Stärke, Kraft, Vitalität, ja. Brutalität. Unser Oberbürgermeister hat durch den Satz, jetzt sage ich es mal ganz brutal, ja, hat unglaubliche Diskussionen ausgelöst und letztlich ist erschreckenderweise zugunsten seiner. Also ich habe die Leserbriefe und alles verfolgt. Ja. Am Anfang war jeder entsetzt und plötzlich immer mehr zustimmende Stimmen. Also sie im Unterfutter des Kollektivs ist so etwas, was durchaus diese harten Töne schätzt im Moment. Und gibt mir sehr zu denken. Ja, die Frau ist leider nicht mehr da, die das geschrieben hat, aber das ist nun mal eine von, ich denke, dass sehr, sehr viele andere das ganz anders sehen, und das bestätigt sich in den Kommentaren. Wir bekommen hier unglaublich viel Dank dafür, dass wir das hier so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Danke für die tolle Diskussion, kommt hier immer wieder. Ganz zum Schluss, liebe Zuschauerin, ich werde die Frage jetzt vorlesen, aber ich wollte eigentlich zum Schluss kommen, aber das führt dazu, dass unsere liebe Susanne Schröter, die ja unser Gast ist, dann das letzte Wort tatsächlich dann auch hat. Wo sind denn die wirklich Integrierten, die Menschenrechte gegen den politischen Islam verteidigen, muslimische Parteiangehörige? Wo machst du sie aus, Susanne? Sind sie da? Zum Beispiel in der Goethe-Moschee. Ja. Also, es gibt so viele tolle Musliminnen und Muslime, mit denen man zusammenarbeiten soll. Und ich hoffe auch, dass man da viel bessere Netzwerke schafft und dass die Einzelnen nicht so vereinsamen und schutzlos auch sind, sondern es ist ja auch ein Schutz, wenn man eine bestimmte Form von Netzwerk hat, wo man sich drin bewegt. Ja. Und dass auch Leute wie du und wie ihr in der Moschee, dass ihr auch sichtbarer werdet und dass von daher dann auch die Bevölkerung hier sieht, der Islam ist nicht nur Ayman Masjek und die DITIB, sondern das sind auch Brüder. Vielen, vielen Dank. Und ein Flickenteppich zugleich. Und der Flickenteppich von Europa. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, heute deutlich gemacht. Da sind ganz viele tolle graue Farben da in der Diversität. Schwarz-Weiß war nie richtig. Und ich fand das sehr, sehr gut, was du gesagt hast, dass der Dialog doch auch dazu da ist, dass man vielleicht anders rausgeht, als man reingegangen ist. Ich erlebe das ja bei familienrechtlichen Verfahren, wo man teilweise Mediation betreiben muss. Und eins meiner Lebensentwürfe und Motten von Moten in meinem Kopf als Motto, als Lebensidee ist von Brecht tatsächlich. Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Das heißt, wir sollten doch bitte auch immer wieder überlegen, ob wir tatsächlich mit der Position, mit der wir uns bis jetzt durchs Leben geschlagen haben, auch immer richtig stehen. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie so zahlreich, tatsächlich so geduldig und zugehört haben. Wir haben sehr, sehr gerne für Sie hier gesprochen und Ihre Fragen beantwortet. Wir werden nächste Woche mit Heiko Heinisch, Co-Autor von Nina Scholz für das Buch Alles für Allah, wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. Das Buch haben Sie zuletzt geschrieben, aber wir werden sprechen über den Islamophobie-Report und wie dieser Begriff Islamophobie sich immer mehr auch reingefressen hat in die Gesellschaft und auch gerade in die Forschung und in die Lehre. Diese Veranstaltung erwartet Sie nächste Woche. Danke, dass Sie zahlreich da waren, wie gesagt, und danke für all die Spenden, die bis jetzt kamen. Und ich muss Sie an dieser Stelle auch wieder bitten, auch wenn es schwerfällt, wir bedanken uns für jede Spende, die kommen wird, denn das, was wir Sie sehen, was wir mit dem Geld machen, mit den Spenden. Und das machen wir dann weiter, so gut es geht und so viel es geht. Und je mehr wir Spenden bekommen, desto mehr können wir das auch tun. Danke an alle und einen wunderschönen Abend.